Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wena, dem besten, ich finde, ja, dem besten Podcast der Welt wahrscheinlich auch, aber vor allen Dingen auch Deutschlands. Neben mir sitzt Dr. Ulrich Wena, seines Zeichens Strafverteidiger in Berlin, seines Zeichens auch quasi Gründungs- und Vorstandsmitglied dieses Podcastes. Und neben mir sitzt der Namenspartner des Podcasts, der weitere Namenspartner des Podcasts, der Publizist Christopher Lauer. Ja, hallo Ulrich. Hallo Christopher, herzlich willkommen zurück in Europa. Ja. Deutschland und Berlin. Ja, heute ist unsere 30. Folge tatsächlich. Am 29. Tag der Deutschen Einheit. Ist heute nicht der 30. Tag der Deutschen Einheit? Gehen wir gleich drauf ein. Ah, okay. Siehst du, ich hätte nämlich jetzt direkt gesagt, heute ist der 30. Tag der Deutschen Einheit. Aber das ist wahrscheinlich genauso wie mit den Leuten, die um das Jahr 2000 herum gesagt haben, das neue Jahrtausend beginnt aber erst im Jahr 2001. Nein, es ist nochmal anders. Ja. Es ist auch nicht so wie mit Jesus, der ja im Jahr 32 vor Christus geboren ist. Oder? Ich weiß es nicht genau, das ist immer, jedenfalls ist der nicht im Jahr Null geboren, was ja auch, dann wäre er ja nach Christus, aber da gibt es auch irgend so ein... Da gibt es wahrscheinlich große Streitigkeiten innerhalb der katholischen Kirche, von denen wir gar keine Ahnung ja. haben. Obwohl wir auch die liberalen Katholiken meinen, das sei nicht so wichtig. Ja, genau. Und die Katholiken, die aus der katholischen Kirche ausgetreten sind, wie ich zum Beispiel, weil ich diesen Verein von, wie sagt man, da gibt es kein schönes Wort für, weil es eine schreckliche Sache ist, aber ich wollte institutionalisierten Missbrauch von Kindern einfach nicht mehr quersubventionieren. Ich glaube, es ist eine reine Tatsachenbehauptung, wenn man sagt, diesen Männerverein. Ja, aber es geht ja um, es ist ja noch schlimmer als Männerverein. Interessant, weil ich just auch in dieser Woche dran meine Gedankenkette, und das nimmt schon ein weiteres Thema vorweg, war, Jens Spahn sucht Pflegekräfte in Mexiko. Ja. Daraufhin dachte ich, was machen eigentlich die beiden großen Kirchen in Deutschland? Zahlen die eigentlich Pflegekräfte auch so miserabel? Das war der Gedankengang. Und weiter dachte ich dann, ich könnte auch mal echt aufhören, Kirchensteuer zu zahlen, weil ich nämlich meine Steuererklärung für 2018 gemacht habe. Und da dachte ich, also wenn die davon keine Pflegekraft finanziert bekommen, dann weiß ich auch nicht wovon. Nein, es ist sogar so, ein weiterer Magenkern dieses Podcasts ist, dass wir vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, im Stil einer ordentlichen Versammlungsführung erlaube ich das jetzt aber, weil es nochmal ein ganz interessanter Punkt ist. Es ist sogar so, dass die Kirchen, auch die evangelische Kirche in Deutschland oder die evangelischen Kirchen, SCHCH-Schwäche als Rheinländer, die haben Kohle, die geben sie halt nur für Quatsch aus. Ich wurde neulich mal für ein Panel angefragt, da sollte ich in Hamburg einen Lightning-Talk halten auf so einer Veranstaltung. Wurde einmal veranstaltet von einem Bundesprogramm, das im Jahr so 115 Millionen Euro bekommt. Ja? Und einmal von der evangelischen Kirche Nord. Ja. Und dann fragte ich halt so, ja, ich komme sehr gerne vorbei, aber so wie es auf meiner Webseite auch draufsteht, nehme ich auch gerne Geld dafür, wenn ich vorbeikomme und einen Vortrag halte oder irgendwie an einer Veranstaltung halt eben aktiv teilnehme. Mache ich auch. Dann schrieben die zurück, ja, nee, es gäbe kein Geld, da seien ihnen die Hände gebunden. Und dann habe ich nur mal kurz, das ist ja dann als ehemaliges Mitglied einer gesetzgebenden Körperschaft, guckst du dann natürlich erstmal so in die Haushaltspläne rein. Ne? Und das Geile ist, dieses Programm, dieses Bundesprogramm, das da diese Wirtschaftsförderungsgeschichte gemacht hat, hat im letzten Jahr so roundabout einen 10-stelligen Millionenbetrag nicht abgerufen. Ja? Und diese. Einen 10-stelligen Millionenbetrag? Einen zweistelligen Millionenbetrag. Also es war irgendwas zwischen 10 und 15. Nach. Nee, ein. Zwischen 10 und 15 Millionen Euro hat dieses Programm im vergangenen Jahr nicht ausgegeben. Ja? Und die Kirche, diese Nordkirche gibt im Moment im Verlauf von 3 Jahren Honorare für eine Steuerprüfungskanzlei aus, um den Wert der Wohnungen von
den Pastorinnen und Pastoren dieser Nordkirche da zu schätzen, wo ich mich auch so gefragt habe, warum muss man dafür Geld ausgeben, sowas zu schätzen, weil du weißt ja, wie viel Miete du nimmst oder Miete du nehmen könntest. Es geht da wahrscheinlich um die Frage, müssen die das irgendwie als geldwerten Vorteil versteuern oder so. Langer Rede, kurzer Sinn, die geben über 3 Jahre 1,2 Millionen Euro aus, um diese Steuerschätzung da irgendwie, diese Wertschätzung dieser Wohnung zu machen. Und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, das ist interessant. Also theoretisch stünde sehr viel Geld zur Verfügung. Man gibt es nur für komische Sachen aus und sagt dann Leuten, die man einlädt oder einladen möchte zu Veranstaltungen, damit sie dort Dinge tun, denen sagt man dann, nee, wir haben leider kein Geld für ein Honorar. Das fand ich ziemlich bizarr. Und das schließt so ein bisschen jetzt an zu der Frage, keine Kirchensteuer bezahlen, weil die geben es ja eh nur für Blödsinn aus. Das ist eine gar nicht so steile These, die sich hören lässt. Und man noch dazu sagen muss, eh schwierig, weil dieses ganze, wie heißt das, wenn du, das hast du zum Beispiel als Fraktion auch, wenn du auf so gewisse Regeln des Arbeitnehmers, Tendenzbetrieb? Genau, Tendenzbetrieb, dass diese ganzen katholischen fand und auch evangelischen. Ja, fand ich bei genau, dem wenigen, was das, du ja, gesagt genau. hast. Da sieht man auch einfach, Laura wir und verstehen Wehner, uns. Wir sind ein eingespieltes Team. Auch wenn wir uns nicht verstehen. Genau. Und also Tendenzbetrieb, wo sie dann irgendwie homosexuelle Kindergärtner kündigen können und so, ja, also das ist alles sehr schwierig, sollte man nicht finanzieren. Geschiedene Chefärzte, ist auch immer wieder ein Klassiker. Geschiedene Chefärzte. Langer Rede, kurzer Sinn, wie kam man da jetzt drauf? Ich weiß es nicht mehr. Müssen wir jetzt auch nicht rekonstruieren. Aber weil wir ein... wir können uns das ja hinterher nochmal anhören. Wie heißt das in der Sportschau? In der... Aftershow-Party. Nee, nicht Aftershow-Party, sondern in der... Tor des Monats. Nein, wenn die sich nochmal die Wiederholung von so einem Tor an... Zeitlupe? In der Zeitlupe. Wir gucken uns das nochmal in der Zeitlupe an. Also, bevor wir uns das in der Zeitlupe nochmal angucken, haben wir hier, weil uns wichtig ist, dass Leute verstehen, was wir hier bei Laura und Wehner machen, ein traditionelles Installment. Noch aus der Zeit, als dieser Podcast Laura informiert hieß, wo Ulrich in der gebotenen Kürze erklärt, was wir hier überhaupt machen bei Laura und Wehner. Was machen wir hier, Ulrich? Ja, eine gute Frage. Du hast ja schon angedeutet, mit welcher Methode wir es teilweise machen, nämlich mit der assoziativen Methode. Das ist bekannt unter der landläufigen Bezeichnung von Hölzchen auf Stöckchen. Das ist aber auch nur ein Teil, allerdings ein charakteristischer Teil, weil wir der Überzeugung sind und die hier auch praktizieren, dass sich viele Gedanken tatsächlich beim Sprechen verfertigen ja. und Ideen dadurch auftreten. Der andere Teil ist, dass wir uns auch als postmoderner kathartischer Podcast ja. verstehen, bei dem die Bearbeitung von aktuellen Erscheinungen und Ereignissen dazu führen möge, das ist das Ziel, dass diese Ereignisse, dass man sich davon etwas reinigt ja. und nicht zum Wutbürger wird oder depressiv wird, sondern das verarbeitet. Und ein weiteres Element, das ist die Trias des Podcasts. Das dritte ist, dass wir uns darum, unser Ziel ist es, in der Realität zu unterscheiden zwischen Fakten und Meinungen. Und gerade dann, wenn irgendwo die Aufregung ganz besonders groß ist, dorthin zu gehen und uns mal anzuschauen, zunächst einmal, was sind die Fakten, und uns dann gegebenenfalls eine Meinung bilden. Das ist das letzte Woche. Ich habe Paul Watzlawick gelesen, der sagt, eine Wahrheit erster Ordnung gebe es und eine Wahrheit zweiter Ordnung. Das geht so ein bisschen, scheint mir, in die Richtung der Trennung zwischen Tatsachen und Meinungen. Und also die Wirklichkeit erster Ordnung, da lässt sich selbst dieser Konstruktivist drauf ein. Die Wirklichkeit erster Ordnung ist das, was man mit objektiven Methoden nachweisen kann. Die Wirklichkeit zweiter Ordnung ist das, was wir daraus machen.
Ja. Und das geht so ein bisschen auch in die Richtung, Tatsachen, Meinungen zu trennen. Man muss nicht dieselbe Meinung haben, aber man sollte, wenn man sich eine Meinung bildet, die Tatsachen sich anschauen und von denselben Tatsachen ausgehen. Ja. Und das sind die, das ist die Trias des Podcasts Lauer und Wehner. Wenn, wohin das führt, wenn man sich vollkommen von Tatsachen verabschiedet, sieht man ja jetzt im Moment auch wieder eindrucksvoll bei diesem ganzen Thema Impeachment von Donaldomir Trampotinovic, wo die Faktenlage ja eigentlich dankenswerter, dankbarerweise relativ klar ist. Trump hat den Zelensky angerufen und hat ihn darum gebeten, quasi gegen den Sohn eines Hauptkonkurrenten in der nächsten Präsidentschaftswahl zu ermitteln. Und das ist ein Verstoß quasi gegen ja, die Verfassung der USA. Oder nicht gegen die Verfassung, aber zumindest gegen das, was man so als gute politischen Umgang bezeichnen würde. Es ist auf jeden Fall impeachable. Und Trump bestreitet es einfach, dass es passiert ist. Mitglieder der Republikanischen Partei, die dazu interviewt werden, bestreiten es, dass es passiert ist, bestreiten selbst Dinge, die in dem offiziell vom Weißen Haus rausgegebenen Transkript des Telefonats rausgegeben worden sind, drinstehen. Alles sehr absurd. Und das wollen wir eben nicht. Also wir wollen, dass wir uns zumindest hier auf eine Faktenbasis einigen, beziehungsweise, was glaube ich ganz wichtig ist, wir nennen zumindest die Dinge, aufgrund dessen wir uns hier dann auch in diesem Podcast, und das ist auch ganz wichtig, uns unsere Meinung bilden. Wir fordern uns selbst und andere dazu auf, dass diese Methode zu praktizieren. Denn ansonsten kommt man zu, muss ich sagen, häufig kommt man zu wirklich dämlichen Auffassungen und zu wirklich dämlichen Ergebnissen. Ja. Also ein Beispiel, was ich heute, also es gibt tausende von Beispielen, aber ich habe heute noch, das war so eine Twitter-Timeline, Twitter-Timeline, also es war also eine Twitter-Nachricht oder ein Thread, in dem es aufgegriffen wurde, was, glaube ich, der Matthias Matusek gesagt hatte. Der hatte gegenübergestellt eine Friseurin, die 35 oder 40 Jahre gearbeitet hat, was ja. die hat, und dem gegenübergestellt einen Syrer mit zwei Frauen und 7 Kindern. Die Friseurin kriegte 485 € monatliche Rente und dieser aus der Luft gegriffene Syrer mit 2 Frauen und 7 Kindern, der kriegte 3.480 € nach dieser Berechnung. Das ist von vorne bis hinten Quatsch, so dämlich, dass man es dann, also das ist so dämlich, das muss man nicht auseinandernehmen. Aber es gibt viele Sachen, die sind versteckter dämlich, und da muss man dann in der Tat rein. Was ja. du sagst bei Trump, okay, also es war noch eine Überlegung über das Impeaching Trump zu reden. 2 ganz kurze Anmerkungen. Die erste ist, dass der Sohn von Joe Biden tatsächlich Hunter mit Vornamen heißt. Ja. Diesen Vornamen habe ich zum ersten Mal gehört. Wieso? Hunter S. Thompson kennst du auch. Zum zweiten Mal gehört. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand sein Kind aktiv so nennt. Ja. Kind aktiv so nennt. Jetzt komme ich aufs Stöckchen, wie auch ist für mich immer noch unvorstellbar ist, dass der ehemalige Bürgermeister von Duisburg tatsächlich mit Vornamen Adolf hieß und deutlich nach 45 geboren war. Aber gut. Es gibt auch Leute, tut mir leid, jetzt steige ich da voll drauf Stöckchen ein. Stöckchen im Hölzchen. Ja, ja, es gibt auch Leute, die zum Beispiel mit Vornamen Rautgundis heißen. Rautgundis Beutel zum Beispiel, Kostümbildnerin beim Tatort. Rautgundis finde ich super. Also ich finde, das ist, ich klingt find, Rautgundis so ist auch ein super Wagnerianisch, ja. Schwertleite oder ja, sowas. Ja, Rautgundis, altgermanischer Name. Da ja. geht es tatsächlich auch um Kampf. Ja, ich finde, das ist sehr gut wagnermäßig. Der zweite Punkt, den ich ja. zu Donaldo mir sagen möchte, ist, das ist ein so glasklares, präzises Beispiel dafür, wie es dort gelungen ist, und dafür muss man höllisch aufpassen, wie es Donald gelungen ist, die
Möglichkeiten des Sag- und Machbaren zu verschieben. Weil das ist eine Sache, da wären alle, ich weiß gar nicht, wie viele Präsidenten es gibt, ich glaube alle 44 vor ihm wären achtkantig rausgeflogen, weil die ersten 25 wahrscheinlich nicht telefonieren konnten. Aber das ist nicht der Punkt. Während also jeder Präsident wäre für etwas Vergleichbares sofort rausgeflogen. Dann hätten die ein Schnellverfahren Impeachment gemacht. Das hätten die an einem Tag durchgezogen. Ja. Wenn das von... Ja, und der hat es einfach geschafft, so krass daneben zu sein, dass man sagt, okay, so krass war das ja gar nicht angesichts dessen, was der sonst macht. Also komplett verschoben. Hat er heute kein Kind gegessen. Ne? Immerhin so hat er, ja, genau. Also wahrscheinlich hätte er auch nicht einer fremden Frau während des Telefonats grabbing her by the pussy. Ja. Ja. Schade, schade, schade. Also all das soll nicht passieren in diesem Podcast. Wir versuchen uns an die Fakten zu halten und uns dann eine Meinung zu bilden und hoffen, dass das den Hörerinnen und Hörern beim Hören gut tut. Was uns gut tut, das wissen die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts auch, ist Geld. Oh, was eine Überleitung. Das ist geil, ne? Schön. Womit ich einfach nur darauf hinweisen möchte, dass wenn man diesen Podcast unterstützen möchte, dann kann man das gerne tun. Und wie man ihn unterstützt, steht zum Beispiel auf der Webseite dieses Podcasts. Ihr könnt euch die Zeit nehmen, jetzt den Podcast zu unterbrechen, um einen Dauerauftrag einzurichten. Und wem das zu schwierig ist, der kann an dieser Stelle einfach PayPal benutzen. Ist auch verlinkt, freuen wir uns auch immer. Es ist so, wir hatten ja in einem der letzten Podcasts darüber gefachsimpelt, ob die Zahl der Unterstützerinnen und Unterstützer größer wird als die 0,1% oder so, die es im Moment sind. Im Moment nicht. Es gibt einen harten Kern von Leuten, die uns unterstützen und dafür bin ich extrem dankbar. Da kommt zumindest so viel zusammen, dass man sagen kann, ja, macht Spaß. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen können, wow, wir hängen unsere Brotjobs komplett an den Nagel und konzentrieren uns ganz aufs Podcasten. Wie zum Beispiel Gabor Steingart, der ja jetzt ein Schiff baut, mit dem er dann über die Spree schippern will und von dem er aus sein komisches Steingarts Morning Briefing die ganze Zeit machen möchte. Ich frage mich die ganze Zeit dabei, wie die das mit dem Schiff machen wollen, dass man, weil auf so einem Schiff brummt es ja immer, weil ja, wird mit so einem dicken Motor betrieben. Es gibt ja auch ganz viele, also es ist nicht live wahrscheinlich, oder? Nee, aber ich frage mich tatsächlich, wie die das aufnahmetechnisch machen wollen, dass du einerseits eine gute Aufnahmequalität hast, aber gleichzeitig nicht dieses Schiff hörst. Es ist mir ein vollkommenes Elektroschiff. Ja, I don't know. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber da sind meine Vorurteile gegenüber Gabor Steingart zu groß. Er hat ein ganz tolles Interview gegeben dem Medienmagazin Journalist, wo er dann im Freigabeprozess auch so eine Unsitte des deutschen Journalismus im Freigabeprozess so an diesem Interview rumgewerkelt hat, dass irgendwann man gesagt hat, okay, dann wird es nicht veröffentlicht. Und das hat er auch noch durchgesetzt mit dem guten Herrn Scherz, bekannt als ja, Anwalt für so Äußerungsgeschichten in Berlin, aber auch deutschlandweit, international. Vertritt ja, seine, auch Herbert letzte, seine letzte Tat war es eine, oder eine seiner letzten Daten war es ja eine Unterlassungserklärung. Gegen den Faschisten. Gegen den Faschisten Björn Dolph Höckler zu erwirken. Denn der hatte, wie im Übrigen der ein oder andere auch Chefredakteur. Qualitätsjournalist. Ja. Anführungsstriche möge man sich denken. Bei welchem Teil von Qualitätsjournalist auch immer. Und er hatte es ja vermocht zu sagen, Herr Grönemeyer sei nach London ins Vereinigte Königreich ausgewandert, um nicht die Steuern über das Finanzamt Bochum zu entrichten, was falsch war und ist. Das ist schlicht und einfach falsch, weil es in Deutschland Steuern zahlt. Ja, Herbert Grönemeyer fand es wahrscheinlich ganz gut, im Vereinigten Königreich zu leben, weil da Herbert Grönemeyer, wenn er auf die Straße geht, ähnlich häufig erkannt wird wie Ulrich Wehner.
Genau. Und ja. Wobei, wahrscheinlich haben wir eine breite Fanbasis. Wir haben eine breite Fanbasis. United ich habe zum Beispiel mit mich jetzt, als ich in Südkorea war, das ist schon mal so eine langsame Überleitung zu einem Thema, über das wir vielleicht nachher noch reden. Als ich in Südkorea war, habe ich mich mit einem Follower getroffen, einem Twitter-Follower. Ob der jetzt meinen Podcast hört, weiß ich gar nicht. Aber ich fand es auf jeden Fall ziemlich cool, wenn du durch diesen Nachrichtendienst Twitter auf einmal überall auf der Welt Leute anscheinend hast, mit denen du dich treffen kannst. Aber bevor wir über Südkorea und achso, wir waren noch quasi beim Thema Geld, ne? Kam da auch wieder vom Hölzchen aufs Stöckchen. Also, liebe Leute, ne, vielen lieben Dank für eure Unterstützung und wenn ihr uns noch mehr unterstützt, wird es irgendwann perspektivisch auch mehr Podcasts geben. Wobei mich da wieder ein anderer Follower darauf hinwies und sagte, Christopher, es kann auch sein, dass die Leute, die euch hören, im Moment es so gut finden, wie es ist. Ich weiß aber auch nicht, wie man da neue Wählerschichten erschließt, ohne massiv Werbung zu schalten. Ich ziehe immer in Erwägung, das werden wir mal überlegen, wie man das schafft, vielleicht durch Search Engine Optimizing. Ach. What CEO. What people ist call ja, a joke. Das ist ja. SEO, ne? Wir werden es sehen. Aber die Überlegung, die ich immer wieder habe, um diese Abreaktionswirkung zu erreichen oder um das zu erreichen, was ich in früheren Zeiten, als Harald Schmidt noch gut war oder zeitgemäß war, war ja zeitgemäß, weil früher war, sehr begrüßenswert fand, war, dass man eine tägliche Abreaktionsmöglichkeit hatte, ja. Wie ich glaube ich auch schon mal gesagt hatte, weil ich sehr gut fand, dass irgendwas total Beklopptes passiert, man sich quasi in dem Moment schon sagte, mal gucken, was Harald Schmidt dazu sagt, früher. Es gibt es in den deutschen Medien meines Erachtens nicht. Nö, gibt keine Late Night Show. Das wäre ja eigentlich eine... Ich bin medial einfach zu schlecht vernetzt. Ich kenne nicht die richtigen Leute, also, was sagen wir? ZDF Neo eine Fernsehsendung zu pitchen. Late das Night ist die traurige Wahrheit. Das ist die traurige Wahrheit. Wenn Lauer ihr jemanden, und Wehner Late Night. Ja, wenn ihr jemanden beim ZDF kennt oder bei einem anderen Fernsehsender, wir denken auch an die Leute, die uns... auf dem Weg nach oben, auf dem Weg zur Macht, geholfen haben. Damit kämen wir... Vielleicht werden wir ja nochmal Personen von Bedeutung. Genau, vielleicht werden wir interessante politische Persönlichkeiten in diesem Land. Ja, es ist so viel passiert in den letzten Wochen und wir haben so wenig Zeit, um über all den Wahnsinn, der dort passiert ist, zu reden. Über eine Sache kommen wir jetzt aber zum Reden, nämlich über den Aufnahmetag dieses schönen Podcastes, die 30. Folge am Tag der Deutschen Einheit, der, und das musst du mir jetzt erklären, Ulrich, anscheinend nicht der 30. Tag der Deutschen Einheit ist. Ja, das ist schon mal mit der Eingangsfrage, die nur rhetorisch ist, weil ich sie dann selber gleich so gleich beantworte, kommt man der Sache schon etwas näher. Was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass der 3. Oktober Tag der Deutschen Einheit ist? Was geschah an irgendeinem 3. Oktober in der Vergangenheit? Zunächst einmal, was nicht geschah, was zum Beispiel in anderen Staaten dieser Welt den Nationalfeiertag begründet, es war nicht ein Akt der Bevölkerung, die zum Beispiel am 14. Juli sich gedacht hat, hey, Bastille. Oder fand ich schon immer schlecht, das Gebäude. Die am 4. Juli sich gedacht hat, kick the British out of our country, haben die wahrscheinlich schon damals gesagt. Ja. Oder wie zum Beispiel ganz Lateinamerika hat Nationalfeiertag am Tag der Unabhängigkeit von Spanien, respektive Portugal, respektive Niederlanden, respektive Frankreich, wenn man Französisch-Guayana denkt. Anyway, also solche Ereignisse, historische Ereignisse, an denen tatsächlich mehr als ist. Zwei Menschen beteiligt waren, an denen irgendwas passiert ist. Das ist es nicht, sondern es ist ja der Tag, an dem der spätere Bundesverkehrsminister Dr. Günther Krause, der auch später nochmal von sich reden machte als etwas dissoziale Persönlichkeit, und Dr. Wolfgang Schäuble,
den Vertrag fertig verhandelt hatten über die Herstellung der deutschen Einheit. Das ist ja der 3. Oktober, an dem der Einheitsvertrag über die deutsche Einheit in Kraft getreten ist. Und deshalb, also der dann so regelt, bis für eine Übergangszeit gilt die Fristenregelung bei Abtreibung. Ja. Der geregelt hat, Änderung der Straßenverkehrsordnung ab sofort, darf man im grünen Fall rechts abbiegen. Ja. Womit also schon die zwei einzigen Elemente erschöpfend beschrieben sind, die aus der Rechtsordnung der Deutschen Demokratischen Republik in die gesamtdeutsche Rechtsordnung übernommen worden sind. Alles andere ist westdeutsch. Aber jedenfalls, also es ist der Einigungsvertrag, der am 3. Oktober 1990 unterzeichnet wurde. Natürlich. Denn was war am 3. Oktober 1989? Eigentlich gar nichts Nennenswertes. Da ist die Mauer noch nicht gefallen. Da gab es noch die DDR, ne? Ja. Da gab es die DDR noch. Das war noch bevor Günter Schabowski knister auf seinem Zettel. Ich weiß, ich glaube, das tritt so unverzüglich, steht hier, haben die geschrieben. Oder auch eben im Laufe des Oktober 1989 waren absolute Großereignisse für die deutsche Einheit bzw. die sogenannte friedliche Revolution, aber wohl erst am 7., 8., 9. Oktober 1989 in der Stadt, in der City of Dresden. Ja. Das war dort, wo sich die Ereignisse, bei denen sich eine besonders große Menschenmenge zusammengefunden hatte, es gleichzeitig den Befehl an die Sicherheitskräfte, Staatssicherheit, NVA und Volkspolizei gab, notfalls das Ganze oder nötigenfalls das Ganze mit Gewalt zu beenden und die Sicherheitskräfte, die Staatsmacht, wahrscheinlich auch der damalige Bürgermeister, ich glaube, das war der Herr Modrow, das weiß ich nicht genau, aber jedenfalls war das wohl so überwältigend, was da geschah und so beängstigend und so beängstigend aus Sicht des Regimes. Ja, für das Regime so beängstigend und so für das Regime so hoffnungslos, was da diese hoffnungsfrohen Bürger auf die Straße brachte, dass die Entscheidung fiel, dass einfach keine Gewalt eingesetzt wurde. Das ist so ein ganz wichtiger Wendepunkt, wohl sagen Historiker, in der Dynamik, die dann hinterher zur deutschen Einheit geführt hat. Und das war ungefähr die Zeit, als Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon der Prager Botschaft den Halbsatz sagte, während der zweite Halbsatz im Jubel unterging und Ähnliches. Dann die Flüchtlinge? Geflüchteten? Nee, damals sagte man Flüchtlinge. Also damals sagte gab's man nicht Geflüchtete. Da gab es noch kein Framing Manual. Da gab es noch kein Framing Manual, richtig. Und dann solche Ereignisse wie, das muss ich auch mal vergegenwärtigen, sollte vielleicht am Tag der Deutschen Einheit, solche Ereignisse wie zum Beispiel, oder Vorgänge, dass diese in der Prager Botschaft zunächst festgesetzten Menschen dann deren Ausreise genehmigt wurde, die dann mit dem Zug gefahren sind über das Territorium der Deutschen Demokratischen Republik, die es damals noch gab, bis sie dann in Helmstedt auf Gebiet der Bundesrepublik Deutschland kamen. Also krasseste Sachen, die auch vielleicht emotional dem einen oder anderen mehr sagen als die Unterzeichnung und das Inkrafttreten des Einheitsvertrags. Des Vertrages über den Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland. Ja, ja. Große Chance vertan, also mit diesem und Einheitsvertrag. Das ist eine Bewertung meinerseits. Eine sportliche Bewertung, die auch nicht so differenziert ist, dass es langweilig würde. Ja. Aber worauf will ich hinaus oder was möchte ich sagen, was versuche ich zu sagen? Die Ereignisse, die dem Tag der Deutschen Einheit, die den Tag, das Ereignis, das den Tag der Deutschen Einheit zum Tag der Deutschen Einheit macht, ist nicht gerade ein hochemotionales. Es gab kluge Menschen, die den 9. November, das war, glaube ich, der Tag, an dem
Herr Schabowski darauf hinwies, dass es unverzüglich sei. Ja. Die sind alle zur Mauer gefahren und dann kam man da auch raus, weil Schabowski gesagt hat, unverzüglich, zum Beispiel 9. November, gleichzeitig Tag, wenn mich nicht alles täuscht, der Befreiung von Auschwitz. Reichskristallnacht. Sogenannte Reichskristallnacht, Novemberpogrom. Novemberpogrom, also das Gegenteil der Befreiung von Auschwitz. Nee, nicht das Gegenteil, Quatsch. Aber das wäre. Wir wissen, was du meinst, Ulrich. Das wäre zum Beispiel ein Tag gewesen, der die Zerrissenheit der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert vielleicht ein bisschen besser zum Ausdruck gebracht hätte. Meine Reserviertheit gegenüber dem Tag der deutschen Einheit, gegenüber dem Umstand, dass man ein juristisches Ereignis nimmt, wird auch dadurch genährt, dass ich heute Morgen dem Berliner Fest zum Tag der deutschen Einheit, beziehungsweise auf dem Festgelände entlang joggte. Das ist immer vor dem Brandenburger Tor, dieser Teil der Straße, 17. Juni. Und Straße 17. Juni, aha, das war ja der vorherige deutsche Nationalfeiertag. Aber es ist mein Geschmack. Vielleicht gibt es auch Leute, die das toll finden. Aber ich finde das so erbärmlich, was da an Festivität läuft. Es ist erbärmlich. So erbärmlich. Da stehen dann irgendeine Zahl zwischen 20 und 100 Buden, in denen man Bratwürste und Bier kaufen kann. Ja. Und ein Karussell, das noch nicht mal in Püttlingen die Leute in Wallung versetzt. Und das ist... Damit verbinden die Leute auch wirklich gar nichts. Es ist also jedenfalls, das will ich sagen, Tag der Deutschen Einheit ist ja nun schon ein Umstand, dass diese Einigung Deutschlands herbeigeführt wurde, dass sich Ost und West angenähert haben, dass der Ost-West-Konflikt geendet hat, auch wenn er durch andere ersetzt. Also es ist ja, ich bin überhaupt nicht dagegen, freudige Ereignisse und im Kern überaus positive Dinge zu zelebrieren. Aber der 3. Oktober ist totaler Quatsch. Ja, ich meine, einen schönen Kontrast dazu bildet ja die 70-Jahr-Feier der Gründung der Volksrepublik China, die am 1. Oktober ihren Kulminationspunkt fand mit einer militärischen Leistungsschau. Ich glaube, ohne es jetzt hundertprozentig zu wissen, aber ich würde mal sagen, es war wahrscheinlich die größte Militärparade in der Geschichte der Menschheit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals eine Militärparade gab, die noch größer war, vielleicht unter Stalin oder so. Ja. Aber was die Chinesen dort aufgefahren haben, das war tatsächlich sehr beeindruckend. Beeindruckend im Sinne von, also ja, ich weiß wertfrei nicht, ob es eine, beeindruckend. Ja, ich weiß nicht, ob es eine neutrale Form von beeindruckend gibt, aber man kann das nicht anders formulieren. Also, und vor allen Dingen deswegen beeindruckend, weil alles, was sie dort auch an Waffen gezeigt haben, und da waren sie sehr stolz, auch zu betonen, dass die Hälfte der dort gezeigten Waffen quasi neu sind, also noch nie vorher der Welt gezeigt worden sind, alles aus chinesischer Produktion. Ne? Muss man jetzt natürlich noch das große Fragezeichen dran machen, ob das jetzt alles so stimmt, ob da jetzt wirklich jedes Teil in China produziert worden ist. Aber das war schon sehr krass. Und die Chinesen haben jetzt tatsächlich eine Woche lang frei. Ne? Also deren Nationalfeiertag zu 70 Jahre China bedeutet, dass sie jetzt 7 Tage lang frei haben, was auch schon besonders ist, weil eigentlich gibt es in China so diese Neujahrsfeiern, da ist auch so eine Woche frei und ansonsten gibt es nicht viel frei und Feiertage. Warum sage ich das? Weil ich mir tatsächlich so gedacht habe, ich würde mir jetzt keine Militärparade über die Karl-Marx-Allee wünschen oder so, ja. Aber ich finde, und das schließt an dieses Chance vertan, darüber haben wir in diesem Podcast auch schon mal gesprochen, aber die Art und Weise, wie die deutsche Einheit tatsächlich gemanagt, also im wahrsten Sinne des Wortes gemanagt worden ist,
große Chance vertan. Also ich denke, es wäre mit Sicherheit besser gewesen, wenn man dort einen Prozess eingeleitet hätte, der dazu geführt hätte, dass man der Bundesrepublik Deutschland oder wie man das, was dann entstanden wäre, genannt hätte, dass sich diese beiden Länder eine gemeinsame neue Verfassung geben. Ja? So wie das, glaube ich, auch ursprünglich mal geplant war, zur Gründung zumindest der Bundesrepublik Deutschland. Ja, es gab zwei Möglichkeiten. Die deutsche Einheit war ja ins Visier genommen, etwas blöde Metapher in diesem Fall, aber die deutsche Einheit war ja angestrebt, auch nach dem Inhalt des Grundgesetzes. 23. Mai 1949 wäre zum Beispiel auch ein Tag gewesen, den man dann hätte zum Nationalfeiertag machen können, wobei die Menschen in Ostdeutschland ja daran gehindert waren, daran mitzuwirken. Aber wie dem auch sei, also es wurden ja zwei, das Grundgesetz zeigte zwei mögliche Wege auf, wie die vom Grundgesetz seinem Inhalt nach stets angestrebte deutsche Einheit verwirklicht können würde, nämlich den Beitritt oder die Verabschiedung einer neuen Verfassung. Für Verabschiedung einer neuen Verfassung hat man sich, das war zu mühsam, dauert zu lange, kein Bock und DDR sowieso Mist, jetzt mal so etwas überspitzt aus westdeutscher Sicht damals bezeichnet, hat man gesagt, komm hier, Anschluss sozusagen, ja. kommt zu uns. Also das war in der Tat eine Chance vertan. Es gibt Überlegungen, dass es ja auch schnell gehen musste, sonst hätten die Russen dicht gemacht und Frankreich hätte auch keinen Bock mehr gehabt. Aber wie dem auch sei, das ist jedenfalls symptomatisch dafür, dass auch der Nationalfeiertag so ein bisschen ein bescheuertes Ereignis wie das Inkrafttreten des Beitrittsvertrages. Das wird, also gut, damit war dann die deutsche Einigung juristisch vollendet. Beendet ist sie ja noch nicht. Aber also so, das zeigt diesen in der Tat etwas verquasten Umgang und den in der Sache wahrscheinlich an vielen Fällen absolut suboptimalen Umgang mit dem Einigungsprozess. Ja. Zum Thema Militärparade aus Anlass des Nationalfeiertages, 70 Jahre Gründung Volksrepublik China. Zentraler Platz ja auch dort, die der Platz des himmlischen Friedens, Tiananmen. Und just das Jahr 1989 war ja das Jahr des dortigen Massakers. Das heißt, sie haben jetzt also 70 Jahre Gründung Volksrepublik China und 30 Jahre Tiananmen. Beides aus Sicht der Parteiführung sicherlich ein Grund zum Feiern. Ja. Erheblicher Teil davon eher kein Grund zum Feiern. Und zum Thema Militärparade muss ich einfach in der Tat noch sagen, ich finde Militärparaden total bescheuert, aber das, was am vergangenen 14. Juli dieses Jahres in Frankreich der Jetski-Weltmeister Frankie Zapata heißt der Teufelskerl auch noch, der danach also quasi direkt weitergeflogen ist von der Champs-Élysées über den Ärmelkanal, das fand ich gut. Das würde ich mir wünschen. Ein Ereignis dieser Art ohne Militärparade, aber irgend so ein Knüller. Nee, stattdessen treffen sich die Repräsentanten der Verfassungsorgane in Schleswig-Holstein, im Feierbiestland Schleswig-Holstein. Was daran liegt, dass Schleswig-Holstein den Vorsitz im Bundesrat aktuell führt, treffen die sich da, also ein Fest. Kennst du irgendeinen außer den obersten Repräsentanten der fünf Verfassungsorgane in Deutschland, der den Tag der Deutschen Einheit feiert? Ich war mal tatsächlich vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in Hannover. Auch so eine Feierpartystadt. Ne? Ja, ist dafür weltweit bekannt. Jeder, der mal in Hannover längere Zeit am Bahnhof verbringt, sollte übrigens dort mal in die Eisdiele gehen. Da gibt es eine Eisdiele, wenn man da zum Karstadt rausgeht oder so, wenn es halt diesen Karstadt noch gibt oder Kaufhof. Also da gibt es halt so einen Platz. Zu Horten. Und da gibt es tatsächlich eine Eisdiele, wenn man da ein Eis bestellt. Der ist, ich glaube, der Jurist würde sagen, das ist eigentlich ein Umgehungsgeschäft, weil
man kriegt eigentlich kein Eis, sondern einen Früchtekorb. Das ist vollkommener Wahnsinn. Also jedes dieser... Täuschung. Ob, ja, egal ob du dir ein Spaghetti-Eis... egal ob du dir ein Spaghetti-Eis kaufst oder ein Bananasplit oder einen Schokobecher, die sind mit also einer nochmal ungefähr einem halben Kilo, ich mache keinen, es ist keine Übertreibung, da wird nochmal ungefähr gefühlt ein halbes Kilo Früchte draufgepackt. Wann warst du da? 1989? Nein, oder? Das war zum Beispiel jetzt vor 2-3 Jahren, als ich dort, da war dann auch dieses Fest zum Tag der Deutschen Einheit. Es hat auch dieses Wurstbuden-Flair gehabt, das war sehr schlimm. Und dann habe ich da an so einer Podiumsdiskussion oder so teilgenommen, die, glaube ich, sogar noch ins Radio übertragen worden ist oder so. Da weiß ich jetzt aber nicht Am mehr. Tag der Deutschen Einheit. Am Tag der Deutschen Einheit. So. Und es war alles... Und dann hast du dir nach gelungenem Auftritt einen Eisbecher, Auftritt, wolltest du dir gönnen. Habe ich mir einen Bananasplit oder so gegönnt. Bekommen. Und habe einen Obstsalat bekommen. Ach, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gebe dir vollkommen recht, diese Feierlichkeiten sind auch so ein bisschen absurd. Es muss irgendeine Möglichkeit geben, die zwischen der Präsentation... mobiler, atomarer, interkontinentalraketen ist und Wurstbude in Hannover. Ja, da muss es einfach irgendwas dazwischen geben. Und ich glaube, auch wenn einige Leute den Zug für abgefahren halten, vielleicht sollte man auch noch mal dieses Thema, dass sich Deutschland eine gemeinsame Verfassung gibt, in irgendeiner Form in Angriff nehmen. Ich habe das ja jetzt hier schon mal in diesem Podcast auch angedeutet. Ich habe ja auch noch, bei mir gibt es auch noch, ohne darauf näher eingehen zu wollen, ostdeutsche Familienzusammenhänge. Und ich kann einfach sagen, es gibt noch immer sehr, sehr viele Ostdeutsche, die, auch wenn man nach objektiven Kriterien sagt, dass es diesen Menschen jetzt besser geht als in der DDR, die empfinden es nicht so. Ne? Und da ist auch viel, wo man dann vielleicht sagen muss, komm Leute, jetzt reißt euch auch mal ein bisschen zusammen. Ja? Aber gleichzeitig ist da auch viel Enttäuschung und Verbitterung drin, die man, glaube ich, nachvollziehen kann, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie die Treuhand in der DDR gewütet hat, was ja auch strafrechtliche Konsequenzen hatte. Und wenn man sich auch anguckt, wie, das kenne ich jetzt aus anderen Familienzusammenhängen, nicht weil da Leute von profitiert haben, aber gibt da bei mir in der Familie Leute, die im öffentlichen Dienst arbeiten bzw. gearbeitet haben. Und da hat man halt echt alle Leute, die nichts konnten, hat man halt einfach in die DDR entsorgt. Ja, da gab es ja viele, also durch die ganzen Arbeitsverbote für Lehrer, Beamte, sonst irgendwas, gab es ja auf einmal viele freie Stellen und die wurden dann halt mit den Leuten in Westdeutschland besetzt, aus Westdeutschland besetzt, auf die man eh keinen Bock mehr hatte. Da sind dann Leute auf einmal in der DDR, also in den neuen Bundesländern, in irgendwelchen Landesbehörden, sind auf einmal Leute Abteilungsleiter geworden, die wären in Deutschland nicht mal Referatsleiter geworden, so ungefähr. Ja, ja, also, man hat auch unter den Juristen nicht nur die Besten geschickt. Das ist ja so, dass bestimmte westdeutsche Bundesländer für die Bundesländer im Beitrittsgebiet so eine Art Patenschaft übernommen hat. Ja. Deshalb hat man in Sachsen sehr viel bayerisches Justizpersonal. Ja. Und ich glaube nicht zuletzt in Berlin, aber auch in anderen Gegenden sehr viel nordrhein-westfälisches Justizpersonal. Ja. Da kann man Unterschiede erkennen. Aber jedenfalls war es nicht so, dass man da die the best of the best of the best ausschließlich hingeschickt hat. Und andererseits natürlich auch durchaus ein verständlicher Vorgang, dass zum Beispiel für den Aufbau einer Verwaltungsgerichtsbarkeit, wo es ja darum geht, dass man das Verhältnis von Bürger und Staat ja ein bisschen gerichtlich überprüfbar macht, überprüft und an Grundrechten ja misst und an ja Freiheits
Rechten auch orientiert Mist. Durchaus verständlich, dass man dafür nicht das Justizpersonal genommen hat. Ich weiß gar nicht, wie die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Deutschen Demokratischen Republik war. Wie dem auch sei. Aber das ist. Nee, ich will damit ja nicht sagen, dass das alles ungerechtfertigt war, dass da irgendwelche Leute auf einmal ihren Kopf verloren. Aspekt das dazu. Das war ja verständlich, aber ich meine, es gab ja auch gleichzeitig mit Sicherheit irgendwie qualifizierte Ostdeutsche, die, weiß ich nicht, zur inner DDR-Opposition gehörten, ja. Wo man hätte schauen können, dass man die in irgendwelche Führungspositionen bringt, aber die sind ja dann alle relativ schnell weg vom Fenster gewesen. Ne? Also hier Lothar de Maizière oder sonst irgendwelche Leute, die hat man dann ja auch nicht mehr gesehen. Ja. So, und also wie gesagt, große Chance vertan. Lothar de Maizière, sehr erfolgreicher Rechtsanwalt in West-Berlin danach. Ja, große Chance vertan, sagen zwei Westdeutsche, die in Ostdeutschland leben. Und soll ich von... Ja, Christoph, erzähl doch mal. Genau, von diesem geteilten Land über ein anderes geteiltes Land reden, das ich gerade besucht habe. Es ist ja jetzt mittlerweile Tradition in diesem Podcast, wenn Ulrich oder ich Urlaub machen, reden wir danach in der Podcast-Folge über unseren Urlaub. Manchmal gibt es da nicht so viel zu berichten, manchmal ein bisschen mehr. Ich war in Südkorea 2 Wochen lang und es war sehr schön. Bis auf die Gürtelrose, die ich bekommen habe und die ich noch immer habe. Dass ihr hier in diesem Podcast gerade keinen Schmerzensschrei hört, der Dank gilt der modernen forschenden, wie sagt man immer, die forschenden Pharmaunternehmen oder irgendwie so, ne? Gilt der Pharmaindustrie, die da ein sehr tolles Präparat herstellt, das es dann auch im hochentwickelten Südkorea zu kaufen gibt. War dieses Arzneimittel in Südkorea hergestellt? Gute Frage. Also es hat auf jeden Fall koreanische... Geschmeckt. Also hat sehr koreanisch geschmeckt. Nein, es war... müsste ich mal gucken. Also es schien mir so, dass das ein koreanisches Pharmaunternehmen war. Die erste Frage zu deiner Studienreise. Ja. Viele Leute nennen das ja Studienreise. Ich habe einen Kollegen, der fährt mit Studiosus, macht er immer so Reisen, weil er nicht in der Lage ist... selber zu buchen oder was? Das sind Niederlande mit Studiosus sozusagen. Ja. Wenn er nicht in der Lage ist... Oder nicht das Selbstvertrauen hat, vielleicht immer selber eine Reise zu buchen. Wie dem auch sei. Aber... also die erste Frage dann aus gegebenem Anlass, die südkoreanische Pharmaindustrie, wissen wir nichts drüber. Die so ist wie die pharmazeutische Industrie in vielen entwickelten Ländern dieser Welt, dass im Wesentlichen dort die Arzneimittel für die Grundversorgung selbst hergestellt werden. Das wird auch in Südkorea so wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich so. Es ist da ein sehr entwickeltes Land. Ja. Nee, aber also war wirklich sehr, sehr schön. In welchen Städten warst du denn? Ich war Orten? Ich war in Seoul und in Busan. Ne? Und wenn man jetzt Südkorea kennt oder ein bisschen kennt, oder ich fange mal anders an. Ich war schon mal in Seoul und zwar in vor ziemlich genau 11 Jahren. Im Jahr 2008 habe ich nämlich während meines China-Aufenthaltes war ich auch mal für so 2-3 Wochen in Seoul. Das war sehr schön, weil ich dort Koreaner kannte, die, bei denen ich dann auch teilweise gewohnt habe und so. Und die mir das dann alles nochmal von einer etwas anderen Seite auch gezeigt haben. Das über 11 Jahre hat sich da leider dann auch der Kontakt verloren. Das heißt... Ich habe leider keinen Kontakt mehr zu diesen Leuten jetzt dort gehabt. Das heißt, war da quasi ohne Koreaner unterwegs, aber es war trotzdem sehr interessant. Seoul, der Großraum Seoul, wohnen 20 Millionen Menschen, was die Hälfte der koreanischen Bevölkerung ist. Das heißt, außer Seoul gibt es noch Busan, die zweitgrößte Stadt Südkoreas. Sozusagen in Berlin und Hamburg. Genau, es gibt quasi Berlin und Hamburg. Und dann gibt es dazwischen noch einiges. Ich war aber nur in Seoul und in Busan. In Busan habe ich dann auch nicht so viel erlebt, weil, wie gesagt, Gürtelrose. Aber ich war zum Beispiel in Busan in der größten Mall der Welt. Toll. Und war in Seoul zum Beispiel beim Ice Skating in Lotte World. Das ist ein Indoor Freizeitpark.
Was ich aber tatsächlich interessant fand, war, und das ist so ungewohnt, wenn man dann jetzt hier in Deutschland ist, ist halt tatsächlich der Wahnsinn, wie gut das da mit dem Internet alles funktioniert. Das wäre, stand auf der Frageliste, Da kommst du dir echt vor, wie, wenn du zurückkommst, kommst du dir echt vor, als wärst du in so einem dritte Weltland. Ich habe mir einfach übers Internet so zwei SIM-Karten gebucht, hat irgendwie ein Fuffi gekostet pro Karte und dann hast du da halt einfach LTE. Und ich habe erst noch so gesucht, so Datenvolumen oder sonst ist irgendwas. Ist das nicht 5G? Ja, die haben 5G, aber das iPhone, die iPhones können noch kein 5G. Ja. Die Koreaner haben schon 5G. Ich habe mir das leider nicht angeguckt, wie schnell das dann ist oder wie das dann aussieht. Aber du hast selbst, wenn du, weiß ich nicht, auf der Rückreise habe ich dann von Seoul Hauptbahnhof den Expresszug zum Incheon International Airport genommen und da fährst du dann ins siebte Untergeschoss dieses Bahnhofs und Stuttgart 21. Hast Stuttgart Seoul 21 over 9000 und hast da noch wunderbar LTE. Wenn du da in der U-Bahn fährst, wenn du da in, es gibt sehr viele Underground Malls in Korea, das liegt daran, dass Pyongyang nicht so weit entfernt ist. Die Demarkationslinie, der 38. Breitengrad, sind 45 Minuten mit dem Auto von Seoul entfernt. Ja. Und Nordkorea hat alles, was an Waffen funktioniert, auf Seoul gerichtet. Ja. Und man geht davon aus, dass wenn jetzt Nordkorea nur mit konventionellen Waffen auf Seoul schießen würde, würden in den ersten 2 Stunden wahrscheinlich 10 Millionen Menschen sterben. Aus diesem Grund gibt es dort sehr viele Shelter. Ja? Ja. Also jede U-Bahn ist im Grunde genommen ein Shelter. Jedes, es gibt dann, also diese U-Bahn-Bahnhöfe sind... Was? Gibt es da was? Ja, ja, da steht... Gibt es da Hinweisschilder drauf? Ja, ja, da ja. steht an jeder Unterführung steht auch nochmal auf Englisch dann Shelter drauf. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass dann diese, also wirklich jeder U-Bahnhof hat dann im Grunde genommen noch eine, das nennt sich dann immer Mall. Es ist tatsächlich so, dass es in jedem U-Bahnhof eigentlich nochmal ein Geschäft für alles 2 oder 3 Mal gibt. Also da findet dann auch tatsächlich viel Leben statt, ist jetzt Quatsch, aber die sind tatsächlich sehr belebt, diese ganzen U-Bahnhöfe und so, weil die tatsächlich darauf ausgelegt sind, im Fall der Fälle müssen hier, weiß ich nicht, ein paar tausend Leute Zuflucht finden. Ist wahrscheinlich insgesamt viel zu wenig, ja, aber es ist schon, man sieht schon, ja, okay, das hat einen Hintergrund, dass es hier so viel U-Bahn und Untertunnelung und unterirdisch gibt. Das ist tatsächlich sehr beeindruckend. Und egal, wie tief du bist, du hast überall schön LTE. Ja? Ja. Und das ist tatsächlich... Ja, das ist wahrscheinlich für unsere Hörer im benachbarten europäischen Ausland ist es auch nichts Berichtenswertes, aber ja. für unsere wenn du in der Berliner, Hörer wenn du in der Berliner U-Bahn in Berlin und der Bundesrepublik Deutschland, zumal im Ostteil der Bundesrepublik Deutschland, ist Katastrophe, wenn ist du in Berlin schon in der U-Bahn bist. Ist eine Nachricht wert, wenn man in der U-Bahn Internet hat. Hast du ne? in der Berliner U-Bahn hast du durchgehend Edge. Da kannst du dir, weiß ich nicht, eine WAP-Webseite irgendwie aufrufen. Ja, da kommt so. Vielleicht alle 10 Minuten kommt eine WhatsApp durch. Genau, oder sowas. Alle 10 Minuten kommt eine WhatsApp. Also ja, das war tatsächlich sehr beeindruckend. Und was wirklich sehr beeindruckend war, ist mir natürlich direkt aufgefallen, 30 Minuten, nachdem du in Deutschland wieder bist, hast du das Gefühl, hast die Schnauze voll und willst wieder in den Flieger steigen, willst wieder zurück zu den freundlichen Koreanern. Es gab natürlich auch mal irgendwie Situationen, wo du von irgendeiner koreanischen Oma irgendwie angeblafft wirst, weil du fragst sie, weiß ich nicht, an irgendeinem Imbissstand, ja, was kriegst du jetzt so? Ne? Und dann sagt die dir das erstmal so eiskalt auf Koreanisch und dann verstehst du es natürlich nicht und dann fragst du nochmal nach und dann ist sie halt ein bisschen laut. Aber generell als Ausländer hatte ich jetzt zumindest das Gefühl... In Berlin hast du schon eine Klebe. Genau, in Berlin bist du da schon umgebracht oder so. Nein, aber du bist generell als Ausländer, zumindest als westlicher Ausländer,
sehr freundlich behandelt. Die Koreaner generell sind sehr freundlich, sie sind sehr ruhig und sehr leise. Das ist mir auch nochmal aufgefallen. Also selbst wenn sie sich in der U-Bahn oder so unterhalten, dann machen sie das sehr gesittet. In Berlin und Deutschland generell, ich bin in Frankfurt dann gelandet, alles ist laut, alle Leute verhalten sich so, als säßen sie zu Hause auf der Couch. Alle brüllen sich irgendwie an. Alle, weiß ich nicht, bleiben mitten im Weg stehen, machen nur komisches Zeug. Ich wollte sofort wieder zurück nach Südkorea, weil ich mir irgendwie gedacht habe, ey, meine Güte. Also, sind die Menschen denn da auch so höflich, dass sie dann, wenn sie glauben, eine Erkältung zu haben, sich seinen Mundschutz vornehmen? Ja, die haben, ja? Alle haben Mundschutz an. Hast du das auch zwischendurch mal gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht. Nö. Muss man auch nicht. Muss man nicht, aber es ist echt... Es wird auch zum Beispiel peinlich genau darauf geachtet, in der U-Bahn gibt es so Plätze für Senioren, Schwangere und Leute mit irgendwelchen Einschränkungen, ja. Und da wird auch peinlich genau darauf geachtet, dass die nur von diesen Leuten benutzt werden. Das habe ich dadurch gemerkt, dass ich mich leider einmal auf so einen Platz gesetzt hatte, in einer ansonsten auch leeren U-Bahn, ja. Und mich die ganze Zeit gefragt hat, warum mich der Opa vor mir so verächtlich anguckt, ja, bis mir dann aufgefallen ist, Christopher, du sitzt hier auf den Senioren. Dann bist du schuldbewusst, bist du rausgehumpelt. Ja, so fake, ungefähr. Fake. Aber es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie da einfach wie es da andere soziale Normen gibt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass da alles besser ist. Es gibt auch viele Sachen, die jetzt nicht so toll sind in Korea. Also es ist noch immer ein Patriarchat, ne? Es ist unglaublich machohaft. Es gibt jetzt auch so feministische Bewegungen in Korea, die halt einfach sagen so, nee, also wir haben überhaupt gar keinen Bock auf Hochzeit und Ehe und so ein Scheiß, ja, weil bringt ja alles nichts, ist ja eh nur Versklavung der Frau, was nicht so weit von der Wahrheit entfernt ist, weil es eben halt so ein krasses Macho-Land ist, aber gleichzeitig diese Höflichkeit, dieses, man steht für alte Leute in der U-Bahn auf, dieses, man unterhält sich einfach in einer normalen Lautstärke in der Öffentlichkeit. Ich habe auch äußerst selten so Arschlochkinder gesehen. Ja, muss man einfach sagen, auf der Hinfahrt nach Frankfurt im Zug saß mir gegenüber ein Arschlochkind, das die ganze Zeit im Zug so komische Geräusche gemacht hat, selbst wenn man es freundlich darum gebeten hat, es einfach sein zu lassen. Es hat weitergemacht. Die Mutter hat überhaupt nichts gemacht, hat sich am Ende noch beschwert, ich würde sie irgendwie bedrohen oder so. Also alles ganz, ganz bizarr. In Korea, die Kinder benehmen sich einfach. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht werden sie geschlagen. Ich habe auch koreanische Arschlochkinder gesehen, so ist es nicht. Aber wenn du in Berlin dann Ringbahn oder U-Bahn fährst, dann hast du ja echt das Gefühl so, uiuiuiui, wo bin ich denn hier gelandet? Ich möchte zurück nach Busan. Wenn man von, also Seoul ist ja nun so im Nordwest und Busan ist im Süden. Südost sozusagen. Ja. Also sprich, das übersetzt heißt es, wenn du einmal so diagonal dann über Korea fliegst. Ja. Und wie lange fliegt man da? Ich bin nicht geflogen, ich bin mit dem Zug gefahren. Zug. Das Schöne ist, in Korea gibt es nämlich nicht nur funktionierendes Internet, sondern es gibt auch eine ansonsten wunderbar funktionierende öffentliche Infrastruktur. Ja, das sind auf dem TGV basierende Schnellzüge, die dann so mit 280 Sachen durch Korea brezeln. Useless to say, dass man in dem Zug natürlich die ganze Zeit fantastisches, flüssiges, knuspriges Internet hat. Man hat fantastischstes Internet. Ja. Die Leute sind ruhig. Ja, es ist... es gibt keine bekloppten Kinder. Es gibt keine bekloppten Kinder, wie lange fährt die sind man? Aber sehr süß. Man fährt, wir sind da, glaube ich, ich glaube 3 Stunden oder so. Ach, so klein das ist der Zug von, warte mal, das ist um 12 Uhr losgefahren und um 16 Uhr something, nee, um 14 Uhr 56. Man fährt so knapp 3 Stunden. Weißt du, wie viele Kilometer das waren? Oder kann man das jetzt so einfach 300, mal 400, also so 300, 400. Das ist ja ein sehr kleines Land. Ein sehr kleines Land, so ja. Bekannt. Das Problem wirklich für Südkorea ist, diese Teilung führt dazu, dass
Südkorea alles über den Seeweg oder den Luftweg machen muss. Es ist tatsächlich auch beim Anflug auf Korea so, du fliegst ja von Frankfurt und dann halt so an Finnland vorbei über Russland, ja, und dann irgendwann so bei, nicht Novosibirsk, aber da so über Peking machst du dann quasi den Schlenker runter nach Peking und eigentlich könntest du dann geradeaus weiter nach Seoul fliegen, machst du aber nicht, sondern du fliegst dann echt nochmal so einen Schlenker an Nordkorea vorbei, dass du auch auf keinen Fall in nordkoreanischen Luftraum kommst. Ja. Ist wahrscheinlich sehr vernünftig, ist aber total bekloppt, weil du dadurch wahrscheinlich eine Stunde länger fliegst. Ja? Also koreanische Bahn muss man sich so vorstellen, eine halbe Stunde vor Abfahrt steht ein komplett sauberer, netter, schöner, moderner Picobello-Zug. TGV. Im Bahnhof, ein auf dem TGV basierender ja. Zug. Steht dann im Bahnhof, du steigst ein, du wirst auch nicht kontrolliert, weil die Zugbegleiterin hat auf ihrem PDA oder was auch immer, hat die halt einfach stehen, für welchen Wagen ist ein Ticket gebucht. Ja. Und dann sitzt da halt jemand. Und wenn jemand auf einem Platz sitzt, wo sie nicht weiß, hier, was ist da jetzt los, fragt sie dann natürlich nach dem Ticket. Ja. Prinzip ist klar, ja. So, macht die Deutsche Bahn irgendwie groß Werbung mit, ja, hier, sie können jetzt auch Online-Check-In und so machen. Ja, Online-Check-In. Das ist in Korea normal. Also du kannst da halt einfach, du sitzt auf deinem Platz und dann wirst du auch nicht gefragt, ob du ein Ticket hast oder nicht, weil wird ja angezeigt, ist ein Ticket gebucht. Wahrscheinlich ist die südkoreanische, in Nordkorea gibt es ja wahrscheinlich auch keine Züge, die südkoreanische Definition von Pünktlichkeit ist wahrscheinlich auch nicht so, dass man sagt, alles, was weniger als 6 Minuten Verspätung hat, ist pünktlich. Die Züge waren halt pünktlich. Also ich glaube, auf der Rückfahrt sogar 1 Minute früher da als geplant. Aber die Züge sind pünktlich. Und dabei ist mir nochmal aufgefallen, wirklich das allergrößte Problem beim Fahren mit der Deutschen Bahn, bei mir ist es halt einfach tatsächlich dieser ganze Stress drumherum, dass ich immer Angst habe, es könnte irgendwas passieren, ich komme irgendwie nicht an. Dieses Fahren mit der koreanischen Bahn, da mit dem Schnellzug, es war einfach toll, es war einfach super entspannt. Du setzt dich da rein, hast schön Internet, ein Zug ist eine halbe Stunde vorher da, es ist alles irgendwie sauber. Du kannst dein Gepäck irgendwie ordentlich verstauen. Der Zug fährt, er rumpelt auch nicht so wie ein ICE, sondern es ist schön ruhig. Du fährst dann mit einem Affenzahn durch die Landschaft und dann bist du halt irgendwann in Busan. Und Busan ist auch eine sehr schöne Stadt. Was ich dort und generell in Korea einfach total bemerkenswert finde, es sind so die Kleinigkeiten, von denen sich Berlin sofort eine Scheibe abschneiden könnte, die sofort die Lebensqualität erhöhen würden, ohne dass du groß was verändern musst. Erste Sache, was ich total geil fand, ist, in Korea hat alles, ob das jetzt ein Mall ist, ein U-Bahnhof, ein Bahnhof, ein Flughafen, alles hat nummerierte Ausgänge. Mhm. Klingt jetzt erstmal total trivial, ist aber super praktisch. Weil du nicht mehr, ich meine, wer einmal am Alexanderplatz von der S-Bahn in die U2 umgestiegen ist oder so, weiß, wovon ich spreche. Du findest dich hier einfach nicht zurecht. Und in Korea hat halt alles einfach eine Nummerierung. Das ist total praktisch, weil dann weißt du, ah ja, ich muss zum Ausgang 1, also gehe ich einfach den Schildern zum Ausgang 1 nach. Ne? Ist deutlich praktischer als irgendwelche Schilder wie hier in Berlin, wo dann da irgendwie steht, Reichstag oder weiß ich nicht, Louis Vuitton-Straße, ja, das ist prima. So, ja. Oh, toll. Dann, und das war der absolute Knaller, in Busan haben sie halt dem Ganzen noch einen draufgesetzt. Da waren nämlich auch noch die Station von den einzelnen U-Bahn-Linien nummeriert. Und das ist etwas, das sind so Sachen,
die musst du erst gesehen haben, um überhaupt darauf zu kommen, dass man was machen kann. Und wenn du es dann siehst, willst du es unbedingt haben und stellst dir die Frage, wie konnte man überhaupt jemals das nicht so machen? Ja. Das heißt, die Station... Hier heißt es dann U1 nach Ruhleben oder so, oder S1 ja, nach Ruhleben. So heißt das dort auch noch, aber die Stationen haben halt trotzdem, damit es auch wirklich jeder verstanden hat, alle nochmal eine das Zahl. Das cool, heißt, du fährst dann irgendwie mit der Linie 2, dann fangen die Stationen mit 200, also ne, 2 an und dann hast du die Station 213. Und dann weißt du, ich bin jetzt 213 eingestiegen, die Station hat natürlich auch noch einen koreanischen Namen und ich muss in der Station 217 raus. Das heißt, ich habe jetzt 4 Stationen oder so. Ja? Und das ist einfach toll, das ist einfach praktisch. So, und solche Kleinigkeiten führen einfach dazu, dass du in der Öffentlichkeit dann viel schneller von A nach B kommst. Was ich auch interessant fand, es gab zumindest jetzt gefühlt viel mehr nicht kommerzialisierten öffentlichen Raum. Was will ich damit sagen? Also in Deutschland gibt es ja im Grunde genommen nur noch so Parks oder so Sachen, wo du dich quasi aufhalten kannst, ohne jetzt Geld ausgeben zu müssen. In Korea gab es aber irgendwie ganz viele, hatte ich das Gefühl, noch so Plätze, andere Orte, wo dann irgendwelche Veranstaltungen stattgefunden haben. Unser Hotel war relativ in der Nähe von auch dem Rathaus von Seoul, ja. Und dann war auch vor dem Rathaus von Seoul so eine Wiese und dann haben die da so Buden aufgebaut, bin ich dann einen Tag da auch mal dran rumgelaufen. Dann war das irgendwie so eine Leistungsschau des Solar Apothekenverbandes und dann haben die da immer so erklärt, was sie so machen und Nachwuchsausbildung und solche Sachen und so. Das war total interessant. Was gibt es sonst noch so zu berichten? Ja, weiß ich nicht. Also du hörst, ich bin einfach... Es waren so die kleinen Sachen. Also es gibt bestimmt auch viele Sachen in Südkorea, die nicht so toll laufen. Ja? Man kann jedenfalls sagen, dass die Infrastruktur... Die positiven Elemente der Infrastruktur sind jedenfalls nicht darauf zurückzuführen, dass Südkorea ein reicheres Land in dem Sinne wäre, dass Bruttoinlandsprodukt pro Kopf höher wäre. Ganz im Gegenteil, das ist, wie jeder weiß, liegt Deutschland, je nachdem wie man es rechnet, auf Platz 18, 19 so etwas der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und Südkorea auf Platz 32. Das heißt also, jeder Deutsche leistet etwa für 50.000 US-Dollar im Jahr und jeder Südkoreaner für 39.000 etwa. Das heißt also, die relativ groß, relativ viele Einwohner für die Größe, 51 Millionen. Relativ eng dürfte es da sein. Ja. Da gehst du, wenn du da in Seoul, wenn du da so ein, zwei Häuserblock lang gehst, da kannst du tatsächlich einen Tag damit verbringen, dir nur so zwei, drei Blocks anzugucken. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Also es ist echt, also ist echt krass. Ja, sehr interessant. Also ja, das war sehr schön, war sehr toll. Ich will sofort wieder zurück. Ja. Es gibt auch keine Nazis. Ich habe da auch mich mit einem Follower, wie gesagt, getroffen, habe gefragt, ja, wie ist das so? Ja, es gibt da auch so Konservative und Nationalisten, aber es gibt in Korea halt irgendwie 1% Ausländer. Ja, das heißt, du kannst da auch nicht so richtig geil die Leute irgendwie mit emotionalisieren. Ja, so ungefähr so viel wie in Sachsen. So ungefähr so viel wie in Sachsen, ja. Und deswegen... Also wie gesagt, äußerst freundlich gegenüber Ausländerinnen und Ausländern. Ja, Freundlichkeit ist ja in der Tat ein Instrument, dessen Einsatz sich man sich doch häufiger einmal überlegen sollte. Ja. Und warum nicht einfach mal freundlich sein? Warum nicht einfach freundlich sein? Was ich auch, das fällt mir jetzt noch dazu ein, was ich auch beeindruckend fand, also direkt dort, wo da die Unterkunft war, war dann auch so eine Straße, wo dann die
wo dann viel demonstriert wurde. Ja, also das war dann quasi so der Platz, wo, wenn du in Seoul eine Demo gemacht hast, fanden dort die Demos dann statt. Und was ich sehr beeindruckend fand, war, wie die Polizei diese Demos gehandelt hat, wo in Deutschland die Hundertschaften alle in dieser Kampfmontur auftreten, also immer sofort, ja, war das da so, dass diese Polizeihundertschaften aus erstmal nur so uniformierten Leuten bestanden, sahen auch alle irgendwie relativ jung aus. Ich habe das noch nicht so richtig durchdrungen. Es gibt in Korea eine 18-monatige Wehrpflicht. Ich habe mir dann zwischendurch so die Frage gestellt, ob man die Wehrpflicht dann auch da vielleicht bei der Polizei ableisten kann, weil es war für mich schon sehr frappierend, wie quasi diese Hundertschaften immer so aus komplett einem Jahrgang zu bestehen schienen. Und eher jung. Und eher sehr jung waren. Also klar bestehen die auch in Deutschland dann teilweise aus einem Jahrgang, aber weiß ich nicht, vielleicht haben die da bei der koreanischen Polizei auch einfach eine andere Einstellungspolitik. Wir werden es recherchieren. Es war auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, dass dann dort diese Demos, also da, ich habe dann auch mal so gefragt, ja, und wofür demonstrieren die so? Ja, die demonstrieren für Nordkorea. Ja? Für Nordkorea. Für Nordkorea, ja. Und die Demos waren so, da standen dann so Zivilpolizisten, die du aber daran erkannt hast, dass sie so eine kugelsichere Weste anhatten, wo dann irgendwie Police drauf stand und so. Was ja kein Zivilpolizist im ganz engen Sinne ist. Ja, weil die hatten ansonsten keine weitere Uniform irgendwie an. Waren so viele Zivilpolizisten, die waren, glaube ich, einfach dafür da, um den Leuten zu zeigen, okay, pass auf, Leute, wir haben euch hier irgendwie so im Blick, ja. Und gleichzeitig wurden die dann eben von diesen Hundertschaften begleitet. Also so Klopper wie jetzt die Nordkorea-Demo, ne? Also jetzt irgendwelche versplitterten Christen, die da irgendwie rumgestanden haben und irgendwie gesagt haben, hier mehr Jesus Christus und so, die wurden dann da in Ruhe gelassen. Aber das war schon sehr interessant. Hätte ich so von einem asiatischen Land gar nicht erwartet. Da hätte ich eigentlich gedacht, die kommen da sofort irgendwie mit einem Knüppel oder irgendwie so. Kurzexkurs, muss ich gerade dran denken, bei Klopper-Demo einerseits und eher für sehr spezifische Kreise relevante Demo andererseits an dem großen weltweiten Fridays for Future Demonstrationstag. Stimmt, vor bei Fridays etwa, for Future war ich auch. Siehste. Ja, in Seoul. Vor etwa 12 Tagen. Ja. 21. Ja, hat sich das jetzt festgesetzt? Ungefähr. Ja, jedenfalls vor etwa 12 Tagen, da haben also zunächst am Potsdamer Platz morgens hat eine Gruppe von geschätzt etwa 150 Musiklehrern für die Verbesserung von Bezahlung, Arbeitszeiten, Verträgen oder Ähnlichem sich manifestiert. Na gut, und dann kamen also viele Tausende im Laufe des Tages und haben für Klimaschutz demonstriert. Das war, musste ich einfach nur loswerden. Das war ungeschickt gelegt, ungeschickt organisiert von den Musiklehrerinnen und Musiklehrern. Und ja, dann warst du auch bei der Klimaschutzdemo in Seoul. Ja, in Seoul. Viele Nonnen. Viele Nonnen, ja. Sowas. Ja, Südkorea ist das einzige industrialisierte Land auf der Welt, in dem das Christentum Zuwachs hat. Die meisten, Christentum ist dort die meistvertretene Religion in Korea. Die meistvertretene, also das heißt, das Wahrscheinlichste ist, bitte? Größte Religionsgruppe. Ja, die meisten von denen sind, glaube ich, so evangelikal. Oder nicht evangelikal, aber irgendwelche so protestantische Geschichten durch Missionare nach dem amerikanische Missionare nach dem Koreakrieg. Aber ich glaube, die katholische Kirche ist in Korea auch ganz gut am Start. Ja, also mit anderen Worten, das Wahrscheinlichste, wenn man einem Südkoreaner begegnet, ist, dass seine Religionszugehörigkeit christlich ist. Christlich ist. Ja, ja. Interessant, Reisen bildet. Hm? Ja. Nee, also Südkorea, top interessantes Land, hat mir sehr gut gefallen. Finde ich auch irgendwie schade, dass die, da gibt es ja, wie gesagt, aufgrund der Teilung Südkoreas gibt es ja so die eine oder andere Gemeinsamkeit, die Südkorea auch mit Deutschland hat. Ich habe auch schon vor 10 Jahren immer gesagt, die Südkoreaner machen auf mich den Eindruck, so ein bisschen auch die Deutschen Südostasiens zu sein, weil sie einfach
sehr viel trinken und dann aber auch sehr viel arbeiten. Das ist auch sehr bemerkenswert. Hast du Karaoke praktiziert? Nee, leider nicht. Das musst du mit Koreanern machen. Und wobei sich das Karaoke auf Koreanisch Norebang hat sich wohl in den letzten Jahren auch ein bisschen verändert, weil es gibt jetzt wohl immer mehr so Läden, wo du so Münz-Karaoke machst. Ja. Also Karaoke im Westen läuft ja leider immer so ab, du hast so eine Bar und dann ist da eine Bühne und dann muss da einer vor lauter Leuten, die er nicht kennt, singen. Karaoke in Asien läuft eigentlich so ab, dass du dir so ein Zimmer mietest, in dem steht dann so eine Karaoke-Maschine. Es wird gesungen, es wird getrunken, es wird gegessen. Schön. Das ist super schön und es macht super viel Spaß. Es ist eine ganz große Katastrophe, dass es einen solchen Laden nicht in Berlin gibt. Ich wäre wahrscheinlich jede Woche einmal zu Gast. Und das hat sich wohl in den letzten Jahren ein bisschen geändert in Korea. Es gibt jetzt so Münz-Karaoke. Das heißt, du gehst dann da auch in so ein einzelnes Zimmer rein, aber man wirft dann halt so 500 Won pro Song ein und wenn du keinen Bock mehr hast, gehst du raus. Im Vergleich zu diesen anderen Dingern, wo du dann einfach so ein Zimmer stundenweise halt irgendwie mietest. Ne? Ja, hast du während deiner zwei Wochen ja, in Südkorea dich mit den Ereignissen in der Bundesrepublik Deutschland befasst? Ja, ich hatte ja Internet, das heißt, ich habe auf Twitter gesehen, was passiert und habe auch so einiges kommentiert. Ich weiß nicht, ob du auf ein spezielles Ereignis abzielst. Nein, ich frage mich nur, ja, ob du komplett eingetaucht bist. Nö, ich habe... Oder ob du dann so mit zwei Herzen gefühlt... Nö, ich habe natürlich schon, ich habe mich schon damit beschäftigt, was so in Deutschland passiert. Was mir nochmal so von außen, wenn du so... Es klingt jetzt bescheuert, aber wenn du halt 8000 Kilometer entfernt bist, dann wirkt das schon, hatte ich schon nochmal den Eindruck, ja, ich gucke da jetzt von draußen drauf, ja, und mir kamen diese ganzen Debatten einfach, die ich da so mitgekriegt habe über den Kurznachrichtendienst Twitter, kam mir blöd und kleinlich vor. Also so Sachen wie, dass Robert Habeck im Interview mit, ich weiß nicht, was war das, ARD? Pendlerpauschal. Also, ja, dann nicht so richtig wusste, wie das mit der Pendlerpauschal. Also mal abgesehen davon, dass er... Ein starker Auftritt war das allerdings in der Tat nicht. Es war kein starker Auftritt, aber es war jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hatte, oh mein Gott, was ist denn das für ein Typ? Mein Benchmark für unkritisches Interview ist noch immer dieses unsägliche ZDF-Interview kurz vor der Wahl in Brandenburg mit dem Kalbitz, wo die Frau vom ZDF so sagt, ja, sie haben ja mal in die rechte Szene reingeschnuppert, eine Frage, die der Kalbitz irgendwie so lächerlich fand, dass er fast selber lachen musste. Ja. Und dann frage ich mich halt, warum wird Robert Habeck so auseinandergenommen, wenn er vollkommen zu Recht darauf hinweist, dass dieses Klimapaket halt eine totale Vollkatastrophe ist. Und sich dann bei der Pendlerpauschale verhaspelt, die aber auch in dem gesamten Konstrukt dieses sogenannten Klimapaketes, ein totaler Nebenkriegsschauplatz ist. Ja. Wir sollten mal von Südkorea. Ja, das war sehr interessant. Schöner Aspekt, dass du so von 8000 Kilometer Entfernung guckst, was ist eigentlich in meiner Timeline los und sagst, ist ja nicht alles wirklich weltbewegend, was da, ja, also ich meine, was da passiert. Vielleicht sollten wir also das auch zur Trennung von Fakten und Meinungen und zur Einordnung der Bedeutung, sollten wir vielleicht auch im Ausland mal podcasten. Uns anschauen, was in good old Germany passiert und wie das so vor dem Hintergrund der Weltgeschichte ist, dass Robert Habeck nicht weiß, wie die Pendlerpauschale funktioniert. Also wenn du dir halt irgendwie eine Attitüde, die man eine Einstellung, einen Ansatz, den man auch natürlich im Inland gewinnen kann, sich zu fragen. Wenn du dir jetzt Südkorea anguckst, da ist natürlich tatsächlich das drängendste Problem, wie kriegt man da die Kuh vom Eis mit Nordkorea? Ne? Also das ist nicht zu unterschätzen. Die Nordkoreaner haben die Atombombe, wenn sie sie gegen Seoul einsetzen würden, wären wahrscheinlich auf einen Schlag mal irgendwie so 20 Millionen Menschen tot. Ja.
oder 10 Millionen, also es wäre eine totale Vollkatastrophe. Ich meine, der Einsatz von Atomwaffen ist immer eine totale Vollkatastrophe, aber es die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland durch einen Atomschlag zu sterben, ist jetzt deutlich geringer als die in Korea. Korea, ja. So, und das sind tatsächlich drängende Probleme, die haben auch, was jetzt, sag ich mal, Politik angeht und politische Korruption, hatten die ja den ziemlich krassen Skandal mit ihrer letzten Präsidentin, die so ein Sektenmitglied war und wo dann über so eine komische Sekte koreanische Unternehmen dieser Präsidentin dann irgendwie Geld zugeschoben haben, dreistellige Millionenbeträge und so. Die Frau sitzt mittlerweile im Gefängnis, gemeinsam mit dieser Sektenführerin und so. Demonstrieren natürlich Anhänger von ihr dafür, dass sie freigelassen wird. Das könnte sogar passieren, wenn eine neue konservative Regierung drankommt. Es wird sehr viel demonstriert. Es wird sehr viel demonstriert, es wird sehr viel debattiert. Aber wenn ich mir das alles so angucke und wenn ich mir dann gleichzeitig angucke, wie modern Südkorea ist und dass man noch das Gefühl hat, okay, hier passiert irgendwie was, hier sind die Leute noch so am Puls der Zeit. Und wenn ich mir dann Deutschland angucke im Vergleich dazu und die Debatten, die hier geführt werden, dann kommt mir das alles so klein vor. Ja. Also so klein und ja, man kümmert sich halt nicht um Sachen, die man jetzt mal einfach machen könnte. Also wenn die Südkoreaner das mit dem schnellen Internet hinkriegen, dann sollte Deutschland das eigentlich auch hinkriegen. Und ja, lauter solche Sachen. Ja, das sind vielleicht einmal, das ist ein interessanter, weiterhin, wie schon, ein interessanter Aspekt. Ja. Und das hat ja auch so etwas Züge, oder ich höre zwischen dem, was du ausdrücklich sagst, auch ein bisschen also einen etwas pragmatischen, zielorientierten Ansatz. Ja. Dass man anstatt sich hier die Köpfe wegen irgendwelche Besserwissereien einzuschlagen. Ja, ganz genau. Vielleicht einmal fragt, wie könnte es denn besser sein? Ja. Also, und das Stichwort Kleinlichkeit ist ja eins, das du dabei auch unterschwellig, das jedenfalls da im Raum steht. Und das finde ich einen sehr guten Punkt. Und da kann ich sozusagen ein Beispiel, ein Alltagsbeispiel beisteuern. Das spielt im Zuge der Neugründung der Kanzlei des neuen Sterns am Strafrechtshimmel. H2W Strafrecht wird es geben. Ja. Und das ist ein nicht ganz trivialer Vorgang, eine Kanzlei-Neugründung, auch wenn sie aus im Wesentlichen aus Leuten besteht, die vorher in einer anderen Kanzlei zusammengearbeitet haben. Jedoch sind es Prozesse, bei denen an vielen Stellen Dinge noch nicht funktionieren. Ja. Also in dem Beispiel übertragen auf Internet. Südkorea Internet. Ja. Auch da ist IT mittlerweile der Hauptherausforderung bei diesen Maßnahmen und so auch da und verschiedene andere Dinge. Und da gibt es dann immer wieder Leute, also Kolleginnen, Kollegen, die an diesem Umzugsprozess teilnehmen, die stellen sich so gewissermaßen in den Raum und rufen, das funktioniert nicht. Ja. Und oder sagen das dann auch empört, sagen es mir, sagen es meinen Partnern. Und da denke ich auch so häufig, warum rufst du denn jetzt hier irgendwie in den Raum? Das ist scheiße. Oder das funktioniert nicht und oh Gott, ist das langsam, statt zu überlegen, wer wäre der richtige Ansprechpartnerin, was könnte man machen, was kann ich tun? Das ist jetzt keine Fundamentalkritik, dass ich sagen würde, das sind junge Leute, wir kriegen uns gar nicht auf die Kette. Aber ich habe mich darin natürlich auch erkannt, wie ich über irgendwelche Dinge motze und völlig egal wem gegenüber. Und auch da, also die Sachorientierung bzw. die Lösungsorientierung vielfach, glaube ich, ein gutes Instrument ist. Und wie du sagst, statt da irgendwie
Es war schon etwas krass, was Robert Habeck sich da, weil er hat das offensichtlich nicht verstanden, weil er wahrscheinlich noch nie seine Steuererklärung selbst gemacht hat. Er hat halt gedacht, die Pendlerpauschale bezöge sich nur auf Kfz. Bums. Das merkst du auch in dem Interview. Robert Habeck hat meines Erachtens in dem Interview zum Ausdruck gebracht, dass er gar nicht verstanden hat, dass die Pendlerpauschale in Ansatz gebracht wird als Minderung der Bemessungsgrundlage bei der Zahlung der Einkommensteuer. Das hat er nicht verstanden. Also, wie dem auch sei. Ja. Aber es ist ja auch angesichts der Fehlbarkeit der Menschen, die vielleicht dieses Thema beherrschen, aber andere Themen nicht, ist es in der Tat sehr fragwürdig und sehr besserwisserisch und sehr kleingeistig und kleinlich, sich daran lange aufzuhalten, wenn einer es mal nicht geblickt bekommt. Ja, und das Grundargument von Robert Habeck, dass die Pendlerpauschale ein unwirksames Mittel ist, um jetzt in also wenn du dir überlegst, wie viele, weiß ich nicht, Mega-Gigatonnen die Bundesrepublik Deutschland an CO2-Äquivalenten einsparen muss, ja, dann zu glauben, dass die Erhöhung der Pendlerpauschale um ein paar Cent in irgendeiner Art und Weise eine Lenkungswirkung entfaltet, die dazu führt, dass die Bundesrepublik Deutschland die Vereinbarung von Paris einhält, dann ist das halt einfach Quatsch. Also die Pendlerpauschalenerhöhung im Rahmen des Klimapakets, des sogenannten Klimaschutzpaketes, es ist so widersinnig, dass mir gar kein Wort einfällt. Sie ist ja auch noch obendrein, wenn sie steuert, steuert sie in die falsche Richtung. Ja. Sie steuert ja und Ähnliches. Aber wie dem auch sei, wollen wir uns da nicht vielleicht zu sehr in den Exkurs reinschrauben. Der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, oder das, worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese Kleinlichkeit in der Argumentation oder der Kleinlichkeit in der Befassung mit Themen, das ist jedenfalls kontraproduktiv. Es gab da genug zu besprechen und die Frage, ob Robert Habeck weiß, wie die Pendlerpauschale funktioniert oder es nicht weiß oder es gerade mal nicht wusste, das ist eine Frage, die auf der Prioritätenliste auf dem letzten oder vorletzten Platz steht. Alle anderen Probleme gelöst sind. Ja, und das, solche tolle Sachen kommt man, wenn man im Ausland ist. Das und, tut gut, Ausland, schön. Und bevor die Frage kommt, natürlich dekarbonisiere ich diesen Flug, diese 8000 Kilometer von Frankfurt nach Incheon. Und da gibt es die schöne Webseite Atmosphäre. Und im Zuge dessen habe ich mich nochmal mit diesem Atmosphäre-Krempel beschäftigt und mich direkt gefragt, warum man solche Mechanismen, die in meinen Augen eine viel krassere Lenkungswirkung entfalten könnten, nicht teilweise verpflichtend macht. Weil der Witz ist der, so ein Interkontinentalflug pro Person, da emittierst du 5 Tonnen CO2. Also jetzt diese Strecke. Rechnet die Atmosphäre sogar aus, klickst du an, welche Fluglinie du nimmst, dann wissen die, mit welchen Maschinen wird diese Fluglinie so. Ja. Kostet roundabout für eine Person so knapp 125 Euro oder so. Davon investiert dann Atmosphäre in Projekte zur CO2-Vermeidung oder kauft direkt CO2-Zertifikate vom Markt auf. Und lässt sie dann quasi verfallen. Ja, um sie teurer zu machen auch. So. Ja. Ist also erstmal etwas, wo du sagst, okay, verstehe ich sofort, warum das cool ist oder warum das funktioniert. Und jetzt kommt der Clou, da Atmosphäre eine gemeinnützige GmbH ist oder so, also sie sind auf jeden Fall gemeinnützig, kannst du dir das noch als Spende anrechnen? Mm-hmm. Das heißt, du kriegst von diesen 125 Euro, die du da pro Person bezahlst, kriegst du mal direkt wieder 50 Euro von der Steuer zurück. Je nach Steuersatz, ja. Ja, so. Und das fand ich schon mal irgendwie total bemerkenswert, weil du tust einerseits was, um deinen CO2-Fußabdruck zu verringern, und gleichzeitig hast du einen steuerlichen Vorteil
finde ich verrückt, dass das nicht weiter ausgebaut wird. Und ich habe Atmosphäre hier schon mehrfach erwähnt. Die sind auch immer wieder, wird untersucht, wie effektiv und wie toll das ist. Und alle kommen irgendwie zu dem Ergebnis, also wenn man es macht, dann so wie Atmosphäre. Ja, ich bin mangels in diese Richtung gehender Vorbereitung nicht wirklich in der Lage, das Klimapaket differenziert, das sogenannte Klimaschutzpaket differenziert auseinanderzunehmen. Aber ich glaube, man kann sagen, der große Wurf ist es nicht. Und es ist so verdächtig schnell aus der Tasche gezogen worden, finde ich auch. Ja, halt eben rechtzeitig. Also ja. Es ist ziemliches Window-Dressing, nicht Dressing, Window-Dressing scheint es. Aber wie dem auch sei, es gibt ja offenbar deutlich konkretere Möglichkeiten. Und da ist ja dann, wenn ich das richtig verstehe, 125 Euro für 5 Tonnen CO2. Das ist ja sogar noch ein etwas höherer Preis, als das sogenannte Klimaschutzpaket vorsieht. Ja, das ist aber noch, Preis, immer, ist immer noch immer viel zu wenig für die Tonnen. Mag sein, aber was ja im Umkehrschluss darauf deutet, dass der Preis im Rahmen des sogenannten Klimaschutzpaketes doch etwas sehr defensiv, beziehungsweise was sehr offensiv pro Industrie angesetzt ist. Ja, Südkorea, eine Reise wert, würdest du das zusammenfassen sofort, können. Sofort. Ja, und Reisen bildet, würde ich es zusammenfassen, und über Reisen reden bildet jedenfalls mich. So, sollen wir ein weiteres Thema nehmen? Ja, wir können noch, noch ein weiteres Thema in Angriff nehmen, sehr gerne. Vielleicht mal ein kurzes. Ein kurzes, was denn? Brexit? Supreme Court? Ist das kurz? Ich wollte einmal kurz darauf hinweisen, apropos Ausland, auf Horst Seehofer. Ach so, ja. Und den Umstand, dass sich während deiner Abwesenheit die Innenminister von 5 EU-Staaten auf Malta, glaube ich, nahe der Hauptstadt Valletta trafen und über einen Verteilungsmechanismus für gerettete Bootsflüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettete Bootsflüchtlinge verhandelten und tatsächlich zu einer Einigung kamen. Wahrscheinlich zu einer Einigung kamen. Jedenfalls verkündete Horst Seehofer eine solche Einigung und mit großer Großherzigkeit hat sich da Deutschland bereit erklärt, 25% der geretteten Bootsflüchtlinge aufzunehmen. Und die Großherzigkeit geht auch so weit, dass das geschehe ohne Ansehen, ob es sich um Flüchtlinge vor Krieg und Vertreibung mit realistischer Aussicht auf Asyl in der EU handelte oder um, Zitat, illegale Wirtschaftsmigranten. Ja. Und ja, also so bedingungslos. Und das hat der Herr Horst Seehofer, Heimatminister Horst Seehofer, dann auch groß verkündet. Der CSU hat sich jetzt gleich Widerstand geregt und da wurde diskutiert. Er hat es aber als einen Akt der, als ein Gebot der Menschlichkeit dargestellt und hervorgehoben, dass es so sei. Punkt. Ja, zunächst einmal. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Finde ich gut. Das ist das eine. Das zweite, was man dazu sagen kann, ist, dass das eine Zahl von Menschen betrifft, die im Bereich von etwa 500 liegt. Also 500. Das heißt weiter, dass sich also extrem die Frage stellt, was war denn da los, als das irgendwie ein Problem war? Ja. Und was war denn da los, als man meinte, dass das Seenotrettung im Mittelmeer und eine irgendwie gerechte Verteilung oder ein irgendwie gearteter Verteilungsmechanismus, dass das möglicherweise ungeahnte Zentrifugalkräfte frei. Also was war denn da los, als die Leute glaubten, dass das in irgendeiner Weise sachliches Problem sein könnte, gerettete, aus dem Mittelmeer gerettete Geflüchtete auf Staaten der Europäischen Union zu verteilen. Also das hat mich ein weiteres Mal etwas
ratlos, schockiert vor, schockiert hinterlassen und ich konnte mir irgendwie, also schockiert, weil ich sah, zu was für absurden Pirouetten Politik in der Lage ist, was, wie unglaublich diese Diskussion an der Sache vorbeigegangen ist. Insgesamt also, in der geflüchteten Frage. In der geflüchteten Frage insgesamt, aber eben auch gerade, was für eine reine Symbolpolitik dort betrieben wird. Damit meine ich nicht, dass das Schicksal von 500 Menschen oder eben von 5000 Menschen in irgendeiner Weise reine Symbolpolitik sei. Mitnichten. Aber dass eine Auseinandersetzung darüber zu führen, wie die zu verteilen sind, also ungefähr so bedeutsam ist, dass da ungefähr so bedeutsame Interessen im Raum stehen, wie bei der Frage, ob die Müllabfuhr donnerstags oder mittwochs kommt. Ja. Also, ja, das hat mich also völlig frappiert. Also ja. Einmal der Umstand, dass Horst Seehofer sagt, hier, wir müssen die verteilen, ich bin auch bereit. Wir sind auch bereit, da ein Viertel von zu nehmen, wenn man die durch alle EU-Staaten teilen würde, wären es ja quotenmäßig, selbst wenn man das nach Bevölkerung machen würde, wären es ja viel weniger. Dann wären es ja nur irgendwie, wäre Deutschland ja nur verpflichtet, 2% oder 3 oder 5 aufzunehmen. Wir sind schon tolle Hechte. Und also erstmal, wie, ja, dann macht er da so eine Kehrtwende, was als solches zu begrüßen ist, gar keine Frage. Aber also wie nichtig doch der eigentliche sachliche Kern dieser Frage ist. Ja, also da folgende Gedanken dazu. Was ich natürlich nicht verstanden habe, als ich das Ganze aus dem fernen Südkorea vernahm, war, was bei Horst Seehofer jetzt zu dieser Wolte führte. Vielleicht war das, liegt es an der neuen italienischen Regierung? Würde ich jetzt mal auch raten, ohne es genau zu wissen, denn Matteo Salvini, über den wir hier auch geredet haben, im Zusammenhang mit dieser ganzen Geschichte um Carola Rakete, hat natürlich diese private Seenotrettung instrumentalisiert. Für sich. So. Gleichzeitig gebe ich dir natürlich vollkommen recht, wie so viele andere Dinge in dieser geflüchteten Politikfrage, Situation, Geschichte, steht der Aufwand, der da öffentlich drum getrieben wird und das Aufsehen, was da gemacht wird, in keinem Verhältnis zu dem, was da tatsächlich passiert. Die einzige Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, bleibt es jetzt bei den 500 im Jahr oder werden das vielleicht ein bisschen mehr, weil was man schon natürlich sagen muss, ist, dass die Politik der Europäischen Union dazu führt, dass im Mittelmeer Menschen ertrinken, jeden Tag, und dass die private Seenotrettung, wenn sie nicht kriminalisiert würde, natürlich viel mehr Zeit und Energie hätte, Leute im Mittelmeer zu retten, als zum Beispiel 30 Tage vor irgendeiner italienischen Hafenstadt rumzuschippern und darauf zu warten, jetzt hier endlich anlegen zu dürfen. Ich will damit sagen, vielleicht wären es nicht 500, sondern 1000. Dieser Quatsch mit den Pull-Faktoren, der ist ja widerlegt, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass das dazu führt, dass es mehr wird. Denke aber, es könnte dazu führen, dass mehr Leute gerettet werden, was jetzt erstmal zu begrüßen ist. Dass die EU als reicher Staatenzusammenschluss es noch immer nicht hingekriegt hat, irgendeine Möglichkeit zu finden, Menschen, die in die EU einreisen wollen, aus welchen Gründen auch immer, denen irgendeine Perspektive zu geben. Oder also das wäre jetzt, wir haben ja hier auf unserer Liste noch ein anderes Thema, was ich finde, was auf den ersten Blick jetzt gar nicht so viel damit zu tun hat, auf den zweiten Blick aber schon,
oder eigentlich schon auf den ersten Blick, aber okay. du wolltest auch ja noch über unseren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn reden, ja, der jetzt irgendwie nach Mexiko unterwegs ist, um dort Fachkräfte für die Pflege anzuwerben. Und wir haben das in diesem Podcast schon mehrfach thematisiert. Es ist natürlich schlecht oder man kommt da schnell auf Glatteis, wenn man Leute, die nach Deutschland oder Europa wollen, einfach nur anhand von irgendwie so Nützlichkeitskriterien bewertet, so nach dem Motto, ja, hier kommen, der kann ja bei uns Krankenpfleger werden, der darf rein und die Frau, die ist ja nur eine Frau, die darf nicht rein, ja. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil erstmal sind wir reich genug, um, weiß ich nicht, mehr Leute aufzunehmen und mehr Leute eine Zukunft und Perspektive zu geben. Aber ja, das ist ja grotesk. Das ist ja grotesk, dass unser Bundesgesundheitsminister ins Ausland fährt. Ja, ja, so. Ja. Ne? Aber ich finde, man muss es schon verknüpfen. Es ist ja schon frappierend. Also, was mich noch wirklich interessieren würde, wäre einfach, was Horst Seehofer da geritten hat. Wir erinnern uns daran, Horst Seehofer, das ist derselbe Mann, der im letzten Jahr, im Juni, Juli, die Koalition, die große Koalition fast hätte platzen lassen, weil er eben so ein nicht real existierendes, ein rein gefühlsmäßiges Problem hatte, auf einmal mit sogenannten illegalen Einwanderern, die über die deutsch-österreichische Grenze nach Deutschland kommt. Ja, die er zurückweisen wollte, wo sich dann rausstellte, dass es irgendwie so 10 Leute ist. Ist auch so eine allenfalls mittlere dreistellige Zahl ausmachte. Ja, und auch dieser Kompromiss über die Verteilung geflüchteter, geretteter, das sind ja geflüchtete, gerettete Geflüchtete, ja. Betrifft im Ergebnis, dass etwa 1,3% aller Migranten, die über das Mittelmeer kommen, ja. Die 25% davon wären demnach irgendwie rund 0,3% aller Geflüchteten, 0,3% aller Geflüchteten, die über das Mittelmeer kommen. Es gibt ja auch noch die Balkanroute, die nicht über das Mittelmeer führt. Und, ja, danke. Geografisch bin ich nicht so stark. Ich muss mich mal selbst vergewissern. Und Ähnliches. Also jedenfalls führt das, weil was ich in diesem Zusammenhang gelernt habe, ist, dass unter der Gesamtzahl der über das Mittelmeer Flüchtenden 90% das Festland aus eigener Kraft erreichen und 10% aus Seenot gerettet werden. Ja. Und, beziehungsweise von denen, die das Festland erreichen, werden 10% gerettet, weil eben auch unfassbarerweise sehr viele ertrinken dort im Mittelmeer. Ja. Ne? Deshalb so. Und die 90%, die das aus eigener Kraft erreichen, die bleiben natürlich in Italien. Ja. Und jetzt auch meines Erachtens muss man nicht Salvini sein, um das irgendwie ein bisschen doof zu finden, dass die anderen Staaten der Europäischen Union nicht sagen, okay, also Italien, Griechenland, die kommen nun mal nicht über Finnland, ist ja klar. Ne? Und ja, also jedenfalls. Noch das, nicht. Ja, noch, aber früher oder später kommen die. Und also jedenfalls, das ist für 1,3% aller über das Mittelmeer nach Europa gelangenden Migranten, für 1,3% dieser Migranten findet Horst Seehofer, sei es ein Gebot der Menschlichkeit, die zwischen 5 EU-Staaten zu verteilen. Ja. Ja, weiter so, Horst. Ne? Ja, tatsächlich die interessante Frage. Wenn du das 100-mal machst, hast du alle. Ist tatsächlich die interessante Frage, warum man sich dann nicht darauf einigen kann, alle in Griechenland und Italien anlandenden Geflüchteten
fair auf die EU zu verteilen. Oder zumindest fair auf 5 Länder. Das ist ja schon mal besser als auf 2 Länder. Ja, dies gesagt, ne, dann könnte man möglicherweise da auch den einen oder anderen, wie du ja auch schon gesagt hast, könnte man mal überlegen, in welchen Berufen, welche Berufsfelder man denn auch öffnet, zum Beispiel Pflegeberufe, dann müsste man nicht nach Mexiko fahren als Bundesgesundheitsminister, feststellen, dass es zukünftig ein Delta von 50.000 bis 80.000 Pflegestellen, die finanziert, aber unterbesetzt sein in Deutschland gäbe. Nicht nur künftig, sondern Delta wohl gegenwärtig. Delta ist ein schönes Wort. Delta. Delta ist ein schönes Wort für, es ist einfach viel zu wenig da. Also eine Lücke. Eine Lücke. Und das wird so ein bisschen kaschiert, dass der Bundesgesundheitsminister sagt, Nachfolger von Horst Seehofer ja in diesem Jahr, dass der Bundesgesundheitsminister sagt, ja, er schaue sich insbesondere in Ländern um, deren Bevölkerung relativ jung ist und die über den eigenen Bedarf hinaus Pflegekräfte ausbilden. Also, das sagt er. Ne? Das scheint mir aber eine Schutzbehauptung zu sein. Und ja, also ich gehe davon aus, dass in Mexiko im Gesundheitswesen wahrscheinlich nicht zu viele Leute tätig sind, dass sie keinen Überhang dort haben. Und eine andere Maßnahme, statt nach Mexiko zu fliegen und da irgendwelche Menschen nach Deutschland zu zerren, die man dann auch mit so geringen Löhnen wie jetzt abspeisen kann, wäre es ja eine denkbare Lösung, die Gehälter auf dem Sektor zum Beispiel anzupassen. Das ist Kommunismus. Ich habe das erst gar nicht geglaubt. Ich habe auch gar nicht geglaubt, dass man im Amt bleiben kann, dass nicht ein Sturm der Entrüstung sich löst und Herrn Spahn also diese Aktion um die Ohren schlägt und pfeffert. Aber nein, also das hat man so hingenommen. Wahrscheinlich finden es viele ganz gut. So, ach, hier so Mexikaner, ist viel besser. Ich meine, ich hätte dann auch lieber irgendwie, wenn es dann soweit ist, dass ich nicht mehr selbstständig dieses und jenes bewältige, ist natürlich auch lieber, dass da irgendwie eine gut gelaunte Mexikaner mich umsorgen, als dass irgendein zwangsrekrutierter Brandenburger machen muss. So. Ja, ja, genau. Du wolltest jetzt aber noch was sagen? Nein. Ich habe die Nase voll von dem Thema. Nee, ich habe auch die Nase voll von dem Thema. Die Frage ist ja, die ich mir gerade stelle, und das finde ich dann immer, aber da steht wahrscheinlich in diesem Artikel nichts zu drin, aber was ist denn aus der Reise nach Albanien geworden? Das war doch die erste komplett groteske Nummer in dieser Kategorie, dass Deutschland ganz viele Leute nach Albanien abschiebt, weil sie hier keinen Anspruch auf Asyl haben und auch keinen Anspruch auf Schutz und so. Ja? Und dass aber Jens Spahn in der gleichen Zeit verkündet hat, ich fahre jetzt nach Albanien und suche dort nach Pflegekräften. Was ja auch schon mal irgendwie eine... Also je mehr ich drüber nachdenke, was auch... Also zu glauben, es wäre einfacher, Leute aus einem anderen Land, die eine andere Sprache sprechen, nach Deutschland zu holen und dann hier als Pflegekräfte einzusetzen, dass das einfacher wäre, als ein wie auch immer geartetes Programm, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen und mehr Menschen in die Krankenpflege zu kriegen. Das ist völlig unfassbar. Das ist grotesk. Das ist grotesk. Also zu sagen, ich kriege eher einen, weiß ich nicht, 20-jährigen Mexikaner oder eine 20-jährige Mexikanerin oder einen 20-jährigen Albaner oder eine 20-jährige Albanerin dazu motiviert, nach Deutschland zu ziehen, um hier deutschen Senioren den Hintern abzuputzen. Es kann nur die Überlegung sein, dass für die einfach 2000 Euro brutto viel Geld ist. Das ist das Einzige, was... Und zumal wie man das logisch erklären kann. Ja.
Das ist absolut rücksichtslos. Das ist aus einem weiteren Grund absolut rücksichtslos, weil in Ländern wie Mexiko es so ist, dass es da wahrscheinlich oder dass es da zwar möglicherweise einen Überhang an ausgebildeten Pflegekräften gibt oder Pflegekräfte, die bereit wären, in anderen Ländern zu arbeiten, dass das aber nicht daran liegt, dass dort der Pflegesektor so wunderbar geregelt ist, dass der Bedarf gedeckt ist. Ja. Es liegt daran, dass das mexikanische Gesundheitswesen, oh Wunder, noch weniger Knete reingesteckt wird ja. als in das deutsche, ja. sodass man da zwar viel mehr noch bräuchte, als tatsächlich beschäftigt werden, ja. aber die einfach nicht einstellt. Ja. Weil man da kein. So, wenn, und so, ja. also letztlich das ist, genau das Gleiche. Ja. Das ist ein sehr guter Punkt, weil das zeigt auch nochmal, wie absurd Jens Spahns Argumentation ist auch, da ist, von wegen, ist weil du gesagt hast. Weil, ja, es ist super menschenverachtend, weil du ja meintest, das ist so eine Art Schutzbehauptung, dass er sagt, ja, er geht jetzt nur in Länder, die über den Bedarf genau. produzieren und so. Weil, wenn man das Argument ernst nehmen würde von Jens Spahn, wenn er sein eigenes Argument ernst nehmen würde, dann würde er da doch hinfahren, um sich anzugucken, was machen denn die Mexikaner richtig, dass sie mehr Pflegekräfte haben als Pflegearbeitsplätze. Ja, und die haben in Wirklichkeit, haben die nur deshalb, wenn überhaupt, haben die nur deshalb Pflegekräfte, die auch woanders arbeiten würden, weil sie denen einfach nichts zahlen. Ja. Weil sie keine mehr einstellen und diejenigen, die sie einstellen, wahrscheinlich erbärmliche Löhne bekommen und obendrein die mexikanische Gesellschaft, die wahrscheinlich in Teilen noch weniger, also die auf ein anderes soziokulturelles Niveau oder soziokulturell anders aufgestellt ist, weil da die Pflege dann wahrscheinlich doch in größerem Umfang in der Familie geleistet wird. Weil man da Senioren einfach als Menschen behandelt und nicht wie in Deutschland einfach ab einem gewissen Alter zum Sterben ins Altenheim schickt. Ja, weil die wahrscheinlich da ja auch in der Tat, ja, nicht weil die bessere Menschen sind, vielleicht auch das, aber weil die Gesellschaftsstruktur da eine andere ist. Also weil die Mobilität geringer ist, weil die Familien enger zusammenwohnen, weil die Familien größer sind und ähnliches. Und weil man seine Eltern nicht wie Abfall behandelt. Und weil man nicht sagt, sag mal, das reicht doch. Das reicht doch, wenn du mir das Studium finanzierst. Danach brauche ich dich doch gar nicht mehr. Ja, also bitter, ne? eine krasse Nummer. Ja? Es war so ja, aber es ist unter ferner Liefen. Ja, aber es ist schon, vor allen Dingen, was ich in diesem Zusammenhang, aber in diesem Bericht, aus dem du das jetzt hast, ne? Da stand nichts drin, was mit der Albanien-Reise von Jens Spahn passiert ist. Ne? Ich habe. Weil dann muss ich das jetzt hier nochmal quasi zusagen, beziehungsweise mich selber daran erinnern, weil ich höre diesen Podcast ja beim Nachbearbeiten auch nochmal. Aber das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, was aus Jens Spahns Albanien-Reise geworden ist. Dass die so erfolgreich war, dass er danach sagt: Pass auf, ich fliege auf einen anderen Kontinent und. Also, ich meine, es ist ja auch irgendwie sehr schön, wenn sich das deutsche Gesundheitswesen, Mexiko, ein sehr geschätztes Land, ja. aber an vielen Stellen auch mit Entwicklungsdefiziten und jedenfalls, wenn man so OECD-Kriterien anlegt, mit Entwicklungsdefiziten auch im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland, es ist nicht so, dass man sich auf dem mexikanischen Gesundheitssektor von Deutschland kommen, nennenswert inspirieren lassen kann. Es ist also jetzt nicht so inspirierend wie etwa für ein Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn, es wäre mal in Japan Zug zu fahren oder in ja. der Schweiz. Also in anderen Worten, es ist auch ziemlich absurd, sich in Papua-Neuguinea über Infrastruktur informieren zu wollen. So wie es auch zumindest über eine Infrastruktur informieren zu wollen, die dann in Deutschland funktionierte. Richtig.
Ja. Also Papua-Neuguinea ist wahrscheinlich für die allerwenigsten. Anyway, wir wollen ja nicht über Papua-Neuguinea sprechen. Ja, also eine ganz absurde Maßnahme, wo mich wundert, dass nicht jeden Tag alle rufen, hey, was war denn das Absurdes? Aber ja, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass Jens Spahn zu Beginn seiner Ministerkarriere und auch davor einfach so... ja, der hat ja einen Spruch nach dem anderen irgendwie rausgehauen, dass du dir tatsächlich die Frage stellen musstest, wie kann das sein, dass so jemand auf einer solchen Position sitzt? Ich meine, der war unter Wolfgang Schäuble Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Ja, das muss man sich ja auch mal vor Augen führen. Und also ich glaube, man ist bei Jens Spahn, das ist tatsächlich so Stockholm-Syndrom, ist man halt echt einfach froh, wenn er nicht wieder irgendwie irgendein Spökes also fordert. Ne? Also zum Beispiel diese Studie, die da jetzt gemacht werden soll bezüglich Traumatisierung durch die Abtreibung oder so, ja, wo irgendwie 5000 Studien gemacht worden sind und eigentlich klar ist, das gibt's nicht. Und Jens Spahn gibt aber nochmal Geld aus. Gleichzeitig, darüber haben wir auch schon gesprochen, wenn es um die sogenannte Heilung von Homosexualität geht, ja, da ist er irgendwie ganz schnell dabei gewesen und konnte wahrscheinlich aus eigener Betroffenheit direkt nachvollziehen, dass das totaler Quatsch ist, ja, und ist dann dagegen vorgegangen. Ja. Also das ist gut. Ja, seltsam. Also skurril, richtig skurril. Es ist unter anderem skurril. Es ja. ist auch grotesk. Ja. Es ist also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ist es einfach grotesk. Und deswegen, wie gesagt, ich gucke noch mal, was aus Jens Spahns berühmter Albanienreise geworden ist und halte euch dann auf dem Laufenden. Ja, so. Es ist nicht nur skurril, es ist auch grotesk. Das ist in der Tat eine interessante Bemerkung. Diese beiden Begriffe, ich werde mal recherchieren. Und was das eine, das Skurrile vom Grotesken unterscheidet, aber sehr es ist wahrscheinlich so wie mit Ironie, Zynismus und Sarkasmus. Ja, es auch irgendwie niemand. Also grotesk ist die krasse Form der Skurrilität. Weiß ich nicht. Ich glaube, skurril ist noch irgendwie so ein bisschen so lustig. Skurril ist etwas wertfreier als grotesk. Ja, aber wir werden dem nachgehen. So skurril wäre jetzt für mich so, ach, das ist ja interessant oder so. Ja, das ist so, Und grotesk ist halt einfach... Ich glaube, grotesk ist auf jeden Fall auch immer schlecht. Also Donald Trump jedenfalls ist grotesk. Ist im schlechten Sinne skurril und im ganz schlechten grotesk. Und ja, und jetzt reicht's auch mit dem Jensi. Jensman. Das wollen wir nicht mehr. Das ist so ein Quatsch. Ich denke, über eine Sache können wir noch kurz sprechen. Ja. Also, weil wir wollten eigentlich... Wir wollten über so vieles reden und sind dann vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ihr merkt ja an diesem Podcast auch, Ulrich und ich brauchen das ja auch einfach mal so für uns vor allen Dingen. Wir reden hier einfach 2 Stunden oder 3 oder 5.000 und wir machen das auch vor allen Dingen für uns. Und ihr könnt dabei zuhören. Ich glaube, den Künast-Fall kriegen wir nicht mehr aufgedröselt, außer... dass man sagen kann, es ist ein krasses Fehlurteil. Ja, oder? Es ist ein, also Hintergrund ganz kurz, was war passiert? Renate Künast wurde im Rahmen irgendeines Facebook-Postes auf abscheulichste Art und Weise beleidigt und das Landgericht Berlin hat gesagt, das ist alles vollkommen okay. Das bezog sich ja auf diese sachliche Debatte um das, was sie da gepostet hatte. Und es hatte einen Sachbezug und deswegen waren so Kommentare, dass Renate Künast Sondermüll sei und solche Sachen. Ja, und also so schlimme sexuell konnotierte Begriffe. Ja. Das sei alles in Ordnung. Wir wollen das auch nicht wiederholen, weil das ja irgendwie dann so banal. Aber es wäre so, als es ist deutlich jenseits von dem, als würden sich Männer Schwanzgesicht nennen. Oder so. Das ist ganz wirklich allerunterste, wenn man mal überlegt, was ist so das allerunterste, was man. Es war auf unterstem Niveau. Allerunterster Genitalbegriff. Das sind eigentlich Sachen, bei wo der du erwartest. Frau. Ja, ne? Da würdest du eigentlich erwarten, dass ein Staatsanwalt sagt: klare Sache, schicke ich hier sofort einen Strafbefehl raus. Ja. Bums. So, und
Das war kein Strafverfahren, in dem dieses Urteil des Landgerichts Berlin ergangen ist. Das war äußerungsrechtlich. Das war noch so eine Vorstufe, weil Frau Künast, die ja Juristin ist, mit einem Strafverteidiger verheiratet, weil Frau Künast versuchte, an die Adressdaten von den ja, macht Menschen Facebook noch immer nicht. Zu gelangen. Sich, Da hat so der inhaltliche Hintergrund war, dass es im Jahr 1986 im Abgeordnetenhaus zu Berlin eine Debatte gegeben hatte, bei der es um Kindesmissbrauch ging, bei der die Grünen nicht immer den Stand von heute hatten in der Frage Umgang mit sexuelles Verhalten gegenüber Kindern, nicht immer den Stand von heute hatten. Da gab es wohl einen Zwischenruf von Frau Künast, der dann im Nachhinein in der Gegenwart, heute im Jahr 2019, von manchen so aufgefasst wurde, ich glaube, man konnte ihn eigentlich nicht wirklich so auffassen. Er wurde missinterpretiert. Er wurde ganz klar wohl falsch, missinterpretiert. Falsch interpretiert. Ich krieg das nicht ohne weiteres zusammen. Aber jedenfalls wurde er falsch interpretiert, als habe Frau Künast sich in wohlwollender Weise zu sexuellen Handlungen an oder gegenüber Kindern geäußert. So, also ein bisschen geschwurbelt ausgedrückt. Also jedenfalls, das war so der Hintergrund und dann gab es eine Debatte und da wurde Frau Künast in dieser, um es möglichst objektiv zu erzählen, mit sexuell konnotierten Begriffen aus der übelsten Sorte, geht nicht anders, belegt. So. Und das Landgericht Berlin hat entschieden, dass diese Äußerung so gerade noch erträglich sein und so gerade noch hingenommen werden müssten von Frau Künast. Es handele sich nämlich nicht um Schmähkritik und solange und sofern, und das sei hier der Fall, noch ein Rest von Sachbezug vorhanden sei, müsse man das im Rahmen öffentlicher Debatten hinnehmen. Eine handwerklich und vom Ergebnis her krasse und klar erkennbare Fehlentscheidung, also recht juristisch handwerklich, klar erkennbare, krasse Fehlentscheidung. Das liegt daran, dass hier so ein paar Kategorien, die jetzt nicht ganz leicht, aber wenn man das zweimal gemacht hat, kann man das, die nicht ganz leicht zu handhaben sind, nämlich also dieser Begriff Schmähkritik. Man erinnert sich noch an den Ziegenficker von Jan Böhmermann. Ja. Da war Schmähkritik, das war Schmähkritik. Schmähkritik darf man nicht. So, wenn man aber, wie es das Landgericht tat, am Begriff der Schmähkritik knapp vorbeikommt und sagt, das ist ganz knapp keine Schmähkritik, dann muss man noch einmal abwägen, ob nicht vielleicht die Persönlichkeitsinteressen des mit solchen Begriffen Belegten hier in einer Weise berührt sind, dass diese Vorgehensweise nicht gerechtfertigt ist. Ja. So. Und das haben die einfach gelassen. Ja. Und es ist ein wirklich erkennbares Fehlurteil. Das ist so ungefähr so auf dem Niveau, wie wenn ein Strafgericht eine Strafe fängt, die es gar nicht gibt. Ja, so, ich verurteile sie dazu, dass sie nicht mehr in Restaurants essen gehen dürfen während der Dauer eines Jahres. Momentchen, das steht doch hier gar nicht. Nee, mache ich trotzdem. Und also was die da geritten hat, also vor allem auch mit diesem Sachbezugsargument geritten hat, was einfach erkennbar falsch ist, weil wenn man das einmal weiter denkt, also die haben offenbar den Sachbezug daraus abgeleitet, dass jemand eine sexuelle Beleidigung ausspricht. Ja. In einem Fall, in dem es um im sachlichen Kern um Sexualität geht. Ja. Sodass man also sich gar nicht ausmalen mag, wozu diese Argumentation führt.
wenn es im sachlichen Kern um Geflüchtete geht oder um Menschen anderer Herkunft geht, ja, dann darf man da also sozusagen alles sagen. Ja. Und also wie die darauf kommen konnten. Und also das ist eine... Ich habe da noch eine schöne Anekdote. Also das ist ein wirklich so krasses Fehlurteil nach allem, was man weiß. Es ist auch schlechterdings nicht vorstellbar, dass wenn man diese Entscheidung insgesamt liest, dass man sagt, ach so haben die das gemeint. Ne? Ja. Also jedenfalls, wer den anderen du übles Schwanzgesicht nennt, ja, der ist halt raus. Ne? Also der kann ja, nicht mehr sagen. Der kann nicht mehr sagen. Es ist auch vollkommen, ich weiß auch überhaupt nicht, es ist mir ein übles vollkommenes Rätsel, deutlich unterhalb, wie man das ernsthaft verargumentieren möchte, ja, dass man halt sagt, ja, weiß ich nicht, dass so eine Beleidigung irgendeinen Sachbezug hätte. Es ist halt vollkommener Quatsch. Es gibt keine, es kann da keinen Sachbezug gehen. Es sei denn, das ursprüngliche Statement war, ich finde, übles Schwanzgesicht ist keine Art des Umgangs. Und dann schreibt jemand unten drunter, doch, ich finde, in manchen Fällen kann man übles Schwanzgesicht sagen. Das wäre ja vielleicht noch eine Möglichkeit. Schwanzgesicht ist falsch. Also, ich finde Schwanzgesicht, aber ist einfach ein lustiges Wort. Ich sage es einfach gerade. Das ist das Schlimmste, was mir einfällt. Ja, ja. Nein, aber also zu diesem Landgericht Berlin fällt mir in dem Zusammenhang auch, da ging es auch um Äußerungsrecht, nur die persönliche Anekdote ein. Ich hatte da auch mal ein Verfahren zu laufen, in dem das Gericht dann auch in einem Beschluss einen ziemlichen Klopper gebracht hat. Endete dann alles wunderbar für mich. Wir sind dann später, weil die Gegenseite war ein ziemlicher Spezialexperte, der hat ständig unterlegen das war noch im einstweiligen Rechtsschutz, unterlag ständig und hat dann aber keine Abschlusserklärung abgegeben. Ja. Bedeutet, man muss dann dieses einstweilige Verfügungsverfahren muss dann in das Hauptsacheverfahren gehen. Und in der Hauptsache sind wir dann einfach nach Hamburg gegangen. Ne? Ja. Und in Hamburg ist die Welt noch in Ordnung. Und da war das dann ein im wahrsten Sinne des Wortes kurzer Prozess. Aber das Berliner Landgericht hat sich in meinem Fall dazu verleiten lassen, ich versuche es jetzt mal abstrakt zu formulieren, diese Person hatte sich über mich geäußert. Diese Äußerung war dem, wie es so schön heißt, Wahrheitsbeweis nicht zuführbar. So. Ähnlich, ja. In dem Moment, in dem eine dem Wahrheitsbeweis nicht zuführbare Behauptung angegriffen wird, zum Beispiel im einstweiligen Rechtsschutz, ist sie zu untersagen durch das Gericht, beziehungsweise die Person muss sie dann unterlassen. Bedeutet, wenn ich jetzt sage, die Königin von England isst kleine Kinder und die Königin von England der Meinung ist, ich darf das nicht machen, dann kann sie vor ein Gericht gehen und sagen, hier, lass das bitte sein, Christopher. Das Berliner Landgericht... Ja, vielleicht eine kurze Ergänzung oder Klarstellung. Ja. Es geht nicht um die Frage, ob das generell dem Wahrheitsbeweis zugänglich ist, sondern ob im konkreten Fall, wenn etwas generell dem Wahrheitsbeweis zugänglich ist, dass diese Frage, ob etwas generell dem Wahrheitsbeweis zugänglich ist, trennt Tatsachen von Meinungsäußerung. Ja. Also... Wenn man etwas behauptet und es nicht beweisen kann, ja, ich hätte es noch einschränken müssen, es war keine Meinungsäußerung, so ich bin der Meinung das, sondern es war eine Tatsachenbehauptung. Da wurde eine Tatsache behauptet. Und die ließ sich nicht beweisen. Im konkreten Fall. Im konkreten Fall. Weil mit der Königin von England kann man durchaus beweisen, dass sie keine Kinder isst. Ja. Und dann ließ sich das Berliner Landgericht dazu zu der genialen Argumentation verleiten, dass sie gesagt haben, ja, aber das wäre ja jetzt so erkennbar absurd oder falsch, ja, dass man das auch nicht untersagen müsste. Also auf gut Deutsch haben sie gesagt, wenn das, was du sagst, möglichst falsch ist und möglichst nicht dem Wahrheitsbeweis zuführbar ist, ja, dann ist es okay.
Weil das ist ja, das wäre ja erkennbar nicht richtig. Also wenn ich jetzt vollen Ernstes sagen würde, in dieser Argumentation des Berliner Landgerichts, weiß ich nicht, der Papst denkt, der Papst ist der Meinung, dass der Dalai Lama ein Arschloch ist, ja, und einfach sage, ja, das ist ja total an den Haaren herbeigezogen, das ist ja klar, dass man so, ist das Berliner Landgericht der Meinung, kann man sagen. Nein, ja, aber schwierige Nummer. Renate Künast setzt dem Ganzen natürlich nochmal eins drauf. Ja, weil, also das ist, also sie kann sich beschweren, also nicht in die Beschwerde gegen diesen Beschluss. Das macht sie mit ja Sicherheit jetzt mit tun. Unterstützung von Hate Aid, was ich sehr gut finde. Das kann eigentlich auch nur so sein, dass das Kammergericht diesen Beschluss des Landgerichts aufhebt. Bin ich mir nicht sicher. Berliner Kammergericht es muss auch schon lustige so sein, Sachen erlebt. Aber wir warten ab. Das wird spannend. Also, aber dieses Urteil ist so dieser Beschluss ist so krass falsch. Das ist fast nicht vorstellbar. Das ist nicht vorstellbar. Also vielleicht. Ist nicht vorstellbar, dass das ja. Kammergericht das hält. Und wie gesagt, es geht also um. Es ist also auch nur in so einer. Es geht hier nicht um die hohe Frage, bei der man eben vorsichtig sein muss, muss man hier jemanden verurteilen? Es geht um die Frage, ob Facebook nach dem Telekommunikationsgesetz verpflichtet werden soll, die Personendaten zu den Äußernden, die Dingsdaten, Bestandsdaten. Die Bestandsdaten zu den zu diesen Äußerungen, die da vorliegen oder auch nicht vorliegen, herauszugeben. Ja. Ja, also die haben jetzt nicht besonderen Opfer, besonderen Täterschutz hier walten lassen und gesagt, hey, nee, Che, der hat das irgendwie nicht so gemeint und so. Das hat ja sachliches, hat ja deutlich gemacht, dass er mit diesen Begriffsverwendungen ein sachliches Anliegen verfolgte. Nein, nein, es geht hier um eine Vorstufe. Also das ist schlechterdings nicht möglich, aber es ist schon krass, wie, also es ist ja dann gut, wenn in der Rechtsbehelfsinstanz, wenn das dann korrigiert wird, okay, dann kann man ja sagen, gut, wenn da mal ein Gericht richtig Quatsch baut, ist das System, wenn es das hinkriegt, kann man sich wieder einigermaßen beruhigt zu Bette legen. Aber ein bisschen beunruhigt sein muss man schon, wenn so ein Hammerurteil da rausgeht. Ich bin da skeptisch. Wir werden das weiter beobachten. Ja. Jetzt haben wir 2 Stunden, 10 Minuten gepodcastet. Ich würde sagen, jetzt machen wir zu, oder? Jetzt machen wir zu, ne? Wir könnten noch, aber die Wahlen in Österreich sind auch ist vorbei. Ja, da müsste man auch länger. Und ja, das kann man auch am Tag der Deutschen Einheit, darf man eigentlich auch darüber nicht reden. Ich meine, wir können noch. Wir warten mal ab. Wir können noch kurz darauf hinweisen, dass Christian Lindner eine Komplettentgleisung hatte, irgendwie mit einem Morgentauplan. Was hat er nochmal genau gesagt? Ja, Christian Lindner, wohlgemerkt der Profi unter den Klimapolitikern. Genau. Christian, der Vollprofi. Der Vollprofi. Lass das mal Sachbezug. Die Profis machen. Ja. Christian Lindner hat sich geäußert, wer beim Klima, Zitat, ne, wer beim Klima-Absolutismus oder der grenzenlosen Aufnahmebereitschaft in der Migration nicht mitmacht, dem wird schon Menschenfeindlichkeit unterstellt. Wir werden den Planeten nicht retten, indem wir einen Morgentauplan für Deutschland umsetzen und die Deutschen zu veganen Radfahrern machen. Zitat Ende. Also, so viel zu den Fakten. Im Ergebnis kann man wirklich nur sagen, Christian Lindner hat mal den Kopf aufgemacht, defektiert, wie man glaube ich sagt, und wieder zugemacht, also ins Hirn geschissen mit anderen Worten. Sachbezogen, ja. Aber das ist wirklich sachbezogen, wenn du sagst, das ist so krass. das ist der Sachbezug. Ja, der Punkt. Wahrnehmung berechtigter Interessen. Der Vergleich, den er hier macht, also erstmal, dass er also zwei wirklich völlig indiskutable Elemente dieser Äußerung, Klima Absolutismus angenommenen von Christian Lindner gesehenen Klima-Absolutismus oder den Umgang mit dem Klimaschutz gleichzusetzen mit der Aufnahmebereitschaft in der Migration. Das ist schon mal Schritt 1.
Ja, das ist, das ist, ich weiß, da reden wir aber nicht drüber. Das ist AfD. Vom Ding, AfD. Ich weiß gar nicht, was Aufnahmebereitschaft in der Migration bedeutet. Wir haben noch immer ein Recht auf Asyl. Ja. Das ist nicht, Bereitschaft klingt ja irgendwie so, als wäre da grenzenlose irgendwas. Grenzenlose Aufnahmebereitschaft nennt das, ne? Ja, also, aber das klingt trotzdem, aber Aufnahmebereitschaft klingt ja irgendwie so, als sei das von irgendwas abhängig. Nein, das ist ganz klar gesetzlich geregelt, ja. Unter welchen Umständen man hier Zuflucht findet und unter welchen Umständen nicht. Ja, das ist schon alles bekloppt genug, aber dann irgendwie von grenzenloser Aufnahmebereitschaft zu sprechen, ja, ist halt. Also ja. Hier sieht man ja eben. Das ist ja das, was Herr Gauland auch in dieser Woche oder in der letzten verkündet hat, dass jetzt also das neue Feindbild oder ja, das neue oder Feindbild der AfD ist der Klimaschutz. Fokus auf der sogenannten Fokus auf den Feind Klimaschutz. Naja, und da macht das genau das macht Herr Lindner. Klimaschutz und Migrationsfragen schon mal gleichsetzen, das ist beides Mist, sagt er, in einem ersten Schritt. Also das ist ja. Abgrundtief. Und dann eben, das ist auch so ein bisschen halb gebildet. Also man sollte sich halt nicht, man sollte Fremdwörter möglichst nicht verwenden, wenn man ihre Bedeutung nicht beherrscht. Und man sollte historische Vergleiche unterlassen. Sei nicht als Historiker. Wenn man nicht sattelfest in der sein Geschichte Bachelor ist. Bachelor in so. Wissenschafts- und Technikgeschichte. Zum Beispiel. Ne? Und Morgentauplan. Ja. Und Klimaschutzplan gleichzusetzen, das ist krass. Ne? Denn der Morgentauplan, ja. Wie der Technikhistoriker natürlich aus dem Ärmel schüttelt, war der Plan von dem das damaligen US-Finanzminister. Ja, und jetzt muss man Plan klingt ja tatsächlich so. Das Vorhaben, als Vorschlag. Ja, also es war ein Memo. Alle haben mal irgendwie so Brainstorming gemacht, ja. Was geht. Ja. Also es ist halt irgendwie recht bekannt geworden. Ja, wurde auch deswegen bekannt, weil er, aber jetzt sag erstmal, was drinsteht. Genau, also es war ein Vorschlag für ein Deutschlandprogramm nach der Kapitulation Deutschlands. Also ja. Sprich, und der stand man hat sich so von 43, 44. Genau, man hat sich gedacht, 1944, man hat sich gedacht, was machen wir denn? Machen wir mit den was machen wir, wenn wir die platt haben, endlich, diese Barbaren. Was machen wir dann? Und dann war das Hauptziel industrielle Entwaffnung, Rüstungsbetriebe sofort zerstört, demontiert, also machen wir sie platt. Ja. Also machen wir sie ordentlich platt. Das war der Morgentauplan. Ja, und also im Wesentlichen, ein wesentlicher Bestandteil war halt die Idee, dass man gesagt hat, wir lassen Deutschland quasi auf dem Niveau eines Agrarlandes, ja, genau. Damit von diesem Land, und das war zum damaligen Zeitpunkt, fand ich das auch, also weshalb fand ich, ich habe da noch nicht gelebt, zum damaligen rückblickend Zeitpunkt. Rückblickend kann man das schon nachvollziehen. Ne? Rückblickend kann man das schon sehr nachvollziehen. Also da sind zwei Weltkriege von einem Land ausgegangen, das zum damaligen Zeitpunkt auch an der Speerspitze der Industrialisierung stand. Ne? Also Deutschland beziehungsweise das Deutsche Reich, die waren damals so ein bisschen das China von heute. Ja, die waren hatten eine Bevölkerungsstruktur mit extrem vielen jungen Leuten. Ja, die waren haben, was die Industrialisierung aufgeht, zum Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts extrem aufgeholt zu anderen Industrienationen. Ja, und dann waren sie durch die Preußen auch noch extrem militaristisch drauf, ja. So, und dass man dann auf die Idee kommt zu sagen, okay, nachdem die jetzt zwei Weltkriege ausgelöst haben und anscheinend unter Beweis gestellt haben, dass sie nicht so richtig verantwortungsvoll mit diesen ganzen Waffen umgehen können, ja, dann lassen wir das halt einfach sein. Ja. Ich meine, dieser Plan wurde dann, und ich glaube, das ist das, was auch Christian Lindners Vergleich
da erst so krass macht. Dieser Plan wurde natürlich durch die Nazi-Propaganda, darauf hat der Mathieu von Rohr in so einem Spiegel-Newsletter vollkommen richtig darauf hingewiesen. Dieser Plan wurde dann von der Nazi-Propaganda natürlich total instrumentalisiert, weswegen Morgenthau-Plan in Deutschland wahrscheinlich überhaupt so ein Begriff ist oder er auch so eine Bekanntheit hat. Und er wurde von der Nazi-Propaganda als Ausweis dafür genommen, so nach dem Motto hier das Weltjudentum, ne, hier über die USA, der US-Finanzminister, ja, macht quasi einen Vorschlag, wie quasi die Deutschen dann zu so einem Herr Morgenthau, dem Namen nachzuurteilen, jedenfalls war wahrscheinlich jüdischen Glaubens oder Angehöriger, war wahrscheinlich Jude. Daraus wurde also die große, das Weltjudentum, also in Anführungsstrichen, das Weltjudentum will die Deutschen versklaven. Das war die negative Konnotierung, negative Bewertung des Morgenthau-Plans. Die gab es durch die Nazis. Und nun die jüngste Negativbewertung des Morgenthau-Planes nimmt Christian Lindner vor. Für ihn ist also der Morgenthau-Plan etwas grundlegend Schlechtes, was als solches schon mal historisch steht da in keiner guten Linie mit dieser Einschätzung. Sehr fragwürdig ist dadurch. Und dann sagt er noch, der Morgen, also wenn man diesen Vergleich ein bisschen aufdröselt, dann zerbröselt der komplett und erweist sich als völlig inakzeptabel, als völlig, völlig verfehlt. Sachlich falsch und ist halt vollkommen im Gedankengang verfehlt. Ne? Ist nicht nur übel, ist auch falsch. Ja, um ein schönes nicht nur Wort, skurril, sondern auch grotesk. Ich wollte es gerade sagen, um ein schönes Wort zu bemühen, was wir schon in diesem Podcast hatten, es ist sehr grotesk. Und ich müsste mal gucken, ob der Morgenthau-Plan vielleicht auch das Wort Morgenthau-Plan aus der Propaganda der Nazis stammt. Vielleicht hieß das alles gar nicht. Ein Memorandum, US-Finanzministerium, Roosevelt. Ah ja, hier steht es auch. Die nationalsozialistische Propaganda griff die Veröffentlichung prompt auf, stellte den Plan Morgenthaus als eine des sogenannten Weltjudentums zur, in Anführungszeichen, Versklavung der Deutschen dar und verlieh damit dem Durchhalteparolen Nachdruck. So, im rechtsextremen Geschichtsrevisionismus wird für die spätere Besatzungspolitik der Alliierten bedeutungsloser Entwurf wegen der jüdischen Herkunft und der Regierungszugehörigkeit des Initiators weiter für antisemitische Verschwörungstheorien benutzt, analog zur nationalsozialistischen Propaganda in Klammern Morgenthau-Legende. So. Ein weiterer biografischer Aspekt des Herrn Henry Morgenthau ist, dass der Vater von Herrn Morgenthau von 1913 bis 1916 amerikanischer Botschafter in Konstantinopel war. Das ist das heutige Istanbul. Und in die Zeit der Tätigkeit des Vaters, jenes Herrn Henry Morgenthau, fiel der Genozid der Türken an den Armeniern. Das heißt, also möglicherweise war die, ist jetzt eine etwas aus dem Ärmel geschüttelt These, aber möglicherweise war die Einstellung von Henry Morgenthau Jr., dem Erfinder des Morgenthau-Planes, gegenüber den Ereignissen im Deutschen Reich zwischen 33 und 45 auch durch die Genoziderfahrung seines Vaters geprägt. Obendrein Henry Morgenthau als Angehöriger, als jüdischer Sohn jüdischer Eltern, sicherlich auch in einer Weise bewegt. In einer stärkeren Weise als die Familie Lindner von den Ereignissen im Deutschen Reich zwischen 33 und 45 bewegt. Ja. Also wirklich krasser Fauxpas auf AfD-Niveau.
Ja, aber ganz bewusst, ne? Also man muss ja sagen, der deutsche Liberalismus oder der sogenannte Liberalismus, ich habe mich jetzt nochmal selber korrigiert, weil ich mir die Frage gestellt habe, ob die FDP für den deutschen Liberalismus steht. Ich glaube nicht. Ich glaube im Gegenteil, sie hat ihn sogar eher kaputt gemacht, weil sie ihn natürlich politisch besetzt hat, aber politisch dann nicht mehr ausfüllt. Ist in einer Krise, spätestens seit Guido Westerwelle da Bundesvorsitzender wurde. Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass die FDP 2013 aus gutem Grund aus dem Deutschen Bundestag rausgeflogen ist, weil die Leute keinen Bock mehr darauf hatten. So, und ich glaube, das wird in 10, 20 Jahren wird es nochmal interessant zu sehen sein. Ich glaube, würde jetzt hier die steile These aufstellen, wenn ich in die Zukunft blicken muss, dass diese Christian Lindner-Episode und der Wiedereinzug der FDP in den Deutschen Bundestag, dass das eher ein nochmal so Zucken war. Ein letztes Aufbäumen der toten FDP, weil wenn du dir auch anguckst, ihre Relevanz in der Landespolitik, sie hat es ja jetzt bei den ostdeutschen Wahlen in Sachsen und Brandenburg auch nicht geschafft, in den Landtag zu kommen. Und sie ist nur noch in 3 Bundesländern an der Regierung beteiligt. Das ist, wenn man sich überlegt, dass es vor, weiß ich nicht, 30 Jahren in Deutschland zumindest gefühlt nur 3 Parteien gab und Koalitionen eigentlich so aussahen, dass die FDP fast immer an ihnen beteiligt war, ist das, es ist halt einfach krass. Und ich glaube, und das hatte ich auch dementsprechend getwittert, aus dem schönen Busan, Wir sprachen drüber. Die FDP muss sich jetzt mal einfach entscheiden, ne? Also die FDP muss sich mal einfach entscheiden, weil so sehr ich sie für komplett bekloppt halte aufgrund ihrer wirtschaftsliberalen Position, es ist ja tatsächlich so, dass es eigentlich keine Partei gibt, die sich für Bürgerrechte einsetzt. Ja, also die einzigen, die das auch hier im Berliner Abgeordnetenhaus machen. Ich meine, da ist die FDP-Fraktion auch eine totale Vollkatastrophe. Aber zumindest der Bernd Schlömer, der ja früher bei den Piraten war, der versucht da beim Thema Bürgerrechte und so noch den Staffelstab weiterzutragen. Also will damit sagen, es bräuchte ja eine liberale Partei, liberal im Sinne von Bürgerrechtsorientiert und Freiheitsrechte. Ja, aber auch im Sinne einer, sag ich mal, freiheitlichen und toleranten Gesellschaft. Und was Christian Lindner da im Moment macht, ist einfach, wir haben es schon gesagt, grotesk. Und ich glaube, dass... Ja, das ist aber auch bösartig. Das ist ja kein Zufall. Ne? Das ist ja nicht nur grotesk, das ist ja schon eine ganz klare Richtungsentscheidung. Es ist schrill und es ist auch ein Stück weit verzweifelt, weil Christian Lindner merkt, dass er nicht mehr verfängt. Er bestimmt medial Debatten nicht mehr. Wenn du dir überlegst, wie die FDP medial vertreten war vor der Bundestagswahl, zwischen der NRW-Wahl, wo sie ins Parlament gekommen ist, wo sie dann auch an der Regierung beteiligt war, und der Bundestagswahl, da hat sie als, sag ich mal, kleine Partei, die noch nicht im Bundestag war, hat sie die Medien dominiert und auch mit den Debatten. Es gab auch viel Berichterstattung natürlich zu Christian Lindner, alle so in diesem Sinne so, oh ja, das ist ja toll, wie er diese Partei jetzt wieder auf Vordermann gebracht hat, bla 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 bla. Und nach seinem berühmten besser gar nicht regieren als falsch zu regieren, ist das ja alles komplett implodiert. Haben wir auch schon oft genug drüber geredet. Und die FDP muss sich jetzt mal einfach Gedanken darüber machen, will sie politisch in Deutschland noch eine Rolle spielen oder nicht? Und im Moment sieht es danach aus oder nicht, weil anscheinend in dieser Partei niemand in der Lage ist, Christian Lindner und den Leuten, die ihn dann noch irgendwie tragen und unterstützen, Paroli zu bieten. Da scheut man anscheinend irgendwie den Machtkampf
Und dann ist das halt so. Dann würde es mich auch nicht wundern, wenn solche Themen wie jetzt zum Beispiel die Klimakatastrophe, die nächste Bundestagswahl so stark dominieren, dass die Leute einfach sagen, nee, also die FDP ist da für mich kein Angebot. Ja, insbesondere, und wer sagt, Klimawandel gibt es nicht, der geht halt gleich zur AfD. Genau. Das genau. Angebot steht ja. Genau. Und es gibt ja auch einen erkennbaren Schulterschluss, oder jedenfalls inhaltlich sind ja Wolfgang Kubicki und Christian Lindner da sehr auf einer Linie, indem sie, ja, man könnte sagen, die sind gegen Klimawandel. Ja. Nicht dagegen, dass der stattfindet, sondern, also nicht dagegen, dass das wirklich weitergeht, sondern dagegen, dass es das gibt, was ja nun in der Tat eine, ja, Sinnhaftigkeit hat, wie gegen das schlecht, na Quatsch, unvergleichlich dämlich ist. Unvergleichlich dämlich. So, ja. Ja. Aber Tag der Deutschen Einheit. Tag der Deutschen Einheit. Wir singen jetzt noch zum Sendeschluss die Nationalhymne. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir natürlich nicht. Wir singen auch nicht die, das war ja eine Diskussion auch bei der Herbeiführung der deutschen Einheit. Auf eine neue Nationalhymne. Wäre super gewesen. Ja. Deutschland hätte einfach, weißt du, das ist einfach so. Oder an die Freude. Ja. Aber dann hätte Europa die nicht mehr. Aber man, ja, hätte ist ja was, Quatsch. Man hätte doch, also. Man hätte Udo Jürgens. Udo Jürgens. Liebe ohne Leiden. Herbert Grönemeyer. Irgend so ein ostdeutscher Sänger. Weißt du, es hätte so viele Möglichkeiten gegeben. Da ist einfach, man hat einfach, wann hat ein Land. Man muss ja auch sagen, die deutsche Musikgeschichte ist ja nicht so arm. Da hätte man sicherlich noch David ein schönes Hasselhoff. Liedchen finden können. David Hasselhoff. Heute Abend großes David Hasselhoff-Konzert. Ich kann leider nicht hingehen wegen meiner Gürtelrose. Aber ich hatte Karten. Echt? Ich hatte Karten, ja, sogar für die Golden Zone, ja, direkt vor der Bühne. Ja. I've been looking for freedom. Und den Golden so, Shower, gibt's? Ja, nee, Entschuldigung, aber ich glaube, jetzt wird es ein bisschen. Ja, wir sind am Ende, merke ich. Wir, ne, sind am Ende, aber ich denke, ich will das nochmal sagen. Es ist einfach eine fantane Chance. Wann bietet sich mal für ein Land die Gelegenheit, vollkommen friedlich sich neu erfinden zu müssen. Ich möchte gleichzeitig im Sinne des positiven Podcastings, ja, sagen, es ist schon gut, dass diese DDR dann, Honecker hatte im Januar 1989 ja noch gesagt, die Mauer wird es auch in 100 Jahren noch geben. Ja. Es ist jedenfalls schon gut, dass es die Mauer danach nur noch ein Jahr gab und dass, ja, sie weg ist. Und dass die Deutschen in Frieden sich vereint haben. Das ist großartig, so. Das ist auch also, toll. Ich will die DDR ja auch nicht glorifizieren. Ich sage es auch nicht zu dir, sondern ich sage es unter anderem auch zu mir. Oder ich sage es nicht gegen dich, ich sage es zu dich. Zu dich. Zu dir und für mich. Das kann man ja auch mal sehen, auch wenn die Feierlichkeiten so traurig ablaufen, ja, mit einem Lübser-Pilsener Stand vorm Brandenburger Tor und einer industriell hergestellten Bratwurst vom gequälten Schwein. Also ja, kann man sich auch mal ein bisschen, Ulrich, freuen wir uns ein bisschen. Ich sag das, ich will ja gar nicht. Du weißt doch auch. Ich unterstelle dir ja auch gar nicht, dass du dich nicht freust über die deutsche Einheit. Ich glaube, ohne jetzt hier auf mein Privatleben zu stark eingehen zu wollen, aber ich formuliere es mal abstrakt. Und mehr Ossi als ich. Wenn es jemanden hier in diesem Raum gibt, dessen Leben durch die Wiedervereinigung sehr stark beeinflusst worden ist, dann bin das ja wohl ich. So. Und jetzt dürfen alle rätseln, was das bedeuten könnte. Ja. Außer Angehörige, Betriebsangehörige sind natürlich ausgeschlossen. Wie Betriebsangehörige sind. Ja, ist immer so der. Ach so, ja, raten bei dürfen, so, bei Mitarbeiter so, dürfen ja, nicht. Ja, Mitarbeiter, ne, dürfen natürlich nicht mitraten. So, liebe Leute, ihr seht, am Anfang des Podcasts gab es vom Hölzchen aus Stöckchen. Gegen Ende des Podcasts kommen wir vom Hölzchen aus Stöckchen. Jetzt haben wir unfassbare 2 Stunden und 30 Minuten gepodcastet. Markenkern ist so ein bisschen delirierend am Schluss. Delir zum Ende. Im Delirium. Wobei das, was wir zu Christian Lindner gesagt haben, nein, war richtig und wichtig, auch wenn es tragisch und schade ist, jedes Mal, also eigentlich jedes Wort über Christian Lindner ist ein verschwendetes. Er würde sich und der deutschen Politik einfach einen sehr großen Gefallen tun, wenn er einfach in den politischen Ruhestand gehen würde. Da ist er nämlich schon, ohne es zu wissen. So, ja, in diesem Sinne,
Tschüss Christian, tschüss liebe Hörerinnen und Hörer. Wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, habe ich am Anfang gesagt, spult vor, hört es euch nochmal an. Wir freuen uns über positive Bewertungen auf iTunes, auf YouTube, überall dort, wo ihr uns hören und sehen könnt. Nicht sehen, aber vor allen Dingen hören. Wahrnehmen. Dann bis zur nächsten Folge von Lauer und Wehner. Macht's gut. Tschüss.